Wer 80% sagt, der muss auch All Remembrances sagen. Bei Elden Ring! Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine wunderbare neue Ausgabe von Speedrandale ist angesagt. Ich darf heute da sein, Sie darf heute da sein. Natürlich. Und nachher wird noch jemand dabei sein, nämlich der Simon. Der ist jetzt leider nicht hier. Simon in Speedrandale? Ja, der wird hier sein. Aber es hat natürlich auch einen Grund, denn wir haben wieder Elden Ring am Start. Und zwar in der wirklich tollen Kategorie All Remembrances. Genau, über ein Wort, über das ich gern stolpern kann. Ja. All Remembrances. Genau. Ja, aber natürlich, wenn wir Elden Ring dann hier haben, na, also hatten wir natürlich nach der letzten Folge, wo es ein vergleichsweise kurzer Run war, dann gesagt, hey, lass mal gucken, ob wir jemanden finden, der uns vielleicht auch mal ein bisschen mehr was dazu zeigen kann. Und wer hätte das gedacht? Maftei, da bist du wieder. Hello. Ja, moin Leute. Wie geht's dir? Diesmal mit All Remembrances. Und ja, mir geht's super. Also seit der letzten Folge hat sich bei mir auch im Stream einiges getan. Viele Leute aus eurer Community haben vorbeigeschaut und viele sind sogar geblieben. Also macht super, super Bock im Stream, wirklich. Sehr cool. Ja, das ist toll. Ja, ey, es war auch ein super Run, den du beim letzten Mal gezeigt hast. Und es freut uns natürlich. Also nicht nur, dass wir mal am Erfolg nippen konnten, Speedrandale in den YouTube-Trends dann mal sein. Aber freut uns, dass auch ordentlich Leute bei dir dann vorbeigeschaut haben und dann auch geblieben sind. Du hattest aber auch beim letzten Mal schon gesagt, hey, der Any%-Run, der ist natürlich jetzt sehr spezialisiert, vergleichsweise kurz. Aber viele Leute möchten natürlich auch gerne ein bisschen mehr was vom Spiel sehen. Mhm. Und vor allem auch, wir sagen es gerne den Leuten da draußen auch nochmal, wir haben es dann auch in den Comments nochmal erklärt, es war eine Ausnahme, dass Any% nicht automatisch der kürzeste Run ist, der möglich ist, weil sehr viele Leute sind, ich habe doch den mit 2 Minuten gesehen, mit Cheat Engine oder so, sondern dass Any% ein bisschen was anderes hier bedeutet hat, ne? Ja, das war ein bisschen unglücklich. Das war auch genauso in meinem Video zum Weltrekord. Also alle Kommentare unter meinem Video waren, ja, Distortion hat auch aber einen 6-Minuten-Run oder 7-Minuten-Run. Ja, ist ein bisschen, die Kategorien sind ein bisschen ungünstig benannt worden, finde ich. Weil es gibt halt Any% und Any% Unrestricted, wie ich es ja auch letztes Mal beim Anfang sogar gesagt hatte. Mhm. Und ja, bei diesen Unrestricted, da darf man halt alles machen. Aber wenn man Any% hört, denkt man natürlich, dass man schon alles machen darf, aber genau, ja. Deshalb sagen wir es mal offensiv hier kurz. Also natürlich absolut korrekt, wenn da die Anmerkungen dann kommen. Und wir wollen natürlich die Leistung von Distortion dann nicht schmälern. Ja, natürlich. Der hat ja auch dann sehr viel Aufwand reingetan in den Any% Unrestricted Run. Also mittlerweile, bitte. Da gibt es im Moment den Spieler namens Seeker TV, glaube ich. Mhm. Der hat das Ganze nochmal unter 6 Minuten gepusht. Oha. Der ist jetzt, glaube ich, bei 5,55 oder so irgendwo in dem Dreh. Und ich glaube, da wird auch keiner mehr versuchen, da ranzukommen, weil diese Sips, also so lustig das auch ist, einmal zu sehen, ich glaube, das macht nicht so viel Spaß, das auf Dauer zu spielen. Was war mit diesem Cheat-Engine-Ding? Ich habe das jetzt auch nicht direkt gesehen, aber es war auch vor allem mit den Comments, so ein 2-Minüter, wo du dann irgendwas hacken kannst im Spiel, wo du dann in 2 Minuten beim Abspann bist, oder was war das? Das war einfach nur ein Fake. Also da hat sich jemand Spaß erlaubt, hat so getan, als hätte er den Weltrekord gebrochen und ja. Ah, okay. Es war wieder der Brasilianer, der die Pizza gegessen hat. Ja, wahrscheinlich. Super Mario. Nein, aber All Remembrances heißt natürlich ein bisschen anders als bei vergleichbaren Spielen. Könnte man auch All Bosses sagen oder ist es dann falsch ausgedrückt bei dem Spiel? Das wäre falsch ausgedrückt, ja, weil. Okay. Es gibt ja All Remembrances. Bosse. Mhm. Ja, es gibt sogar noch eine Kategorie, also All Great Runes. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, welche das sind, aber auf jeden Fall Godric und. Boah, nee, da bin ich schon überfragt. Auf jeden Fall, All Remembrances ist die Kategorie, wo alle Bosse dabei sind, die so mit Quests zu tun haben. Mhm. Die irgendwie relevant für die Story oder für andere Nebenquests sind. Also alle namenhaften Bosse, habe ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon. Okay, und wie viele gibt es davon? 17? 15? 15, glaube ich. 15, ah. Das sind die, wo man dann die großen Seelen hat, die man bei der Fingerleserin dann eintauschen kann, ne? Genau, oder? Diese Echos heißen die, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Und Remembrance ist halt auf Englisch, ja. Ja, genau. Und der Run geht halt wesentlich länger. Ich würde so sagen, im Durchschnitt, wenn ich den Run irgendwo bei 1,25 Ingame-Time, was ungefähr 1,50 Real-Time entsprechen würde. Also 1 Stunde 50, ne? Mhm, mhm. Also man sieht auf jeden Fall mehr vom Spiel. Alright. Ja. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, wir werden natürlich dann auch deine Ingame-Time hier vermerken. Du bist noch nicht ganz
Weltrekordhalter hier, also schreiben wir es diesmal nicht in den Titel mit rein. aber leider nicht. Ist das dein Ziel, Weltrekord, oder ist es zumindest, dich weit oben zu halten erstmal? Nee, ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich bin jetzt gerade, also bis vor 2-3 Tagen war ich 20 Sekunden vom Weltrekord weg. Mhm. Jetzt sind es 50. Aber ich hab halt eine Zeit von 1:17:51. Mhm. Und im Livesplit kann man ja immer sein Sum of Best sehen. Also die das Aufaddierte von seinen besten Splits, und das liegt bei 1:14:41. Mhm. Also da ist noch definitiv viel Spielraum. Also klar. Also die, ja. Ja, du hattest kurz erwähnt, Simon kommt hoffentlich nachher. Also, hoffentlich, ja. Ja, wir haben ihm Bescheid gesagt, er hat aber noch einige. Wir haben ihm den Ehrenplatz sogar freigehalten. Genau, also drücken wir ihm die Daumen, dass es funktioniert. Wenn nicht, muss er sich die Folge danach angucken, das wird er aber sowieso machen. Wird er. Lass du dich nicht stören, wenn Simon zwischendurch hier auftaucht, ne? Mhm. Wird er auf jeden Fall ein bisschen was zum Nachholen haben. Du kannst von mir aus gerne, wenn du bereit bist, gleich den Countdown machen, und wir können loslegen. Ja, dann nenne ich den Charakter natürlich wieder Dale. Nice. Hey, diesmal gar nicht den Samurai. Nee, tatsächlich nicht. Oh, das macht man nicht mehr, ne? Wie lange bist du denn der Astrologe nicht mehr dabei? Sorry. Man sieht ja da rechts, der Astrologe hat, also wir spielen ja mit diesem Sword of Night and Flame, das kann ich jetzt ja schon mal sagen. Mhm. Und dafür braucht man 12 Stärke, 12 Dex, 24 Intelligence und 24 Faith. Mhm. Und der ist da schon recht gut aufgestellt, was die Stats angeht, mit 16 Int und 12 Dex. Und ja, deswegen spielt man den. Okay. Aktuellster Patch, oder gibt's da wieder irgendwelche Eigenheiten? Gut, dass du fragst, ja. Auch wieder der alte, den ich da damals schon gespielt hatte. Alles klar. Okay. Nee, gut, dann let's do this. Ja, ich versuche wieder den Blackscreen da mit runter zu zählen wie letztes Mal, wo ich das aus Versehen zu früh gemacht hatte. Aber ich sag gleich an, wann die Zeit losgeht. Mhm. Also erstmal kommt ja wieder diese Cutscene. Ruhe vor dem Sturm. So, dann würde ich sagen 5, 4, 3, 2, 1 und go. Das waren wieder 2-3 Sekunden. Ja. Na egal. Rechnen wir an beim Weltrekord dann, wenn du hier holst. Also die Quit-Outs wieder, um dann Cutscene zu sparen, Animationen. Mhm. Ja, in dem Run wird es auch viel mehr von diesem Pegasus-Glitch, den man letztes Mal einmal gesehen hat, geben. Ja, okay. Wo man mit dem Pferd in der Luft reiten kann. Wrong Warps wird auch einige mehr geben. Ja, hier am Anfang ändert sich nichts. Da ist wieder. Wir skippen den Tutorial-Boss wieder, indem wir hier runterspringen. Mhm. Wie gehabt. Immer wieder Spaß. Mhm. Ja. Das Lustige ist auch, dass letztes Mal hatte ich ja den Any%-Run gezeigt, und ich glaube, 1 oder 2 Tage danach wurde ein neuer Trick gefunden, der 18 Sekunden spart. Das heißt, mein Weltrekord war natürlich dann sehr schnell weg. Was ein bisschen schade ist, direkt nach der Folge so. Aber ja, inzwischen wurde auch noch ein Trick gefunden, und der Rekord liegt jetzt bei, ich glaube, 25:18. Also, das ist circa also ist noch, 45 Sekunden schneller als mein damaliger Rekord da. Ist also relativ aktiv, da werden immer noch viele Sachen gefunden. Richtig? Ja. Okay. Ja. Also es ist sogar die aktuellste oder die beliebteste Kategorie, würde ich sagen, unter Leuten, die selbst runnen. Ich glaube, was Zugucken angeht, vielleicht diese hier, weil man halt viel mehr sieht. Ja, und einer dieser neuen Tricks, die gefunden wurden, das ist halt, saved wirklich nur so ein paar Sekunden, wenn man hier immer springt und sein Schild kurz hochhält beim Aufkommen, dann skippt man so ein bisschen diese Millisekunde von der Landeanimation. Ah. Das bringt aber nur was, wenn man bergauf springt. Mhm. Okay, das kriegst du alte Ocarina of Time Flashbacks hier. Ja. Der Sidestep ist schneller oder die Rückwärtsrolle. Ja. Du sparst über den ganzen Run 1,5 Sekunden. Ja. Hopp, hopp, hopp. Deswegen war ich auch am Anfang so und hab gesagt, boah, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, hier diese Jumps zu machen. Ja, man nimmt alles mit halt. Ja, ey. Ja, das hier halt. Dieses.
Man muss halt auch aufpassen, dass man nicht zu früh springen drückt, weil man sonst so einen Babyjump macht. Mhm. So auf der Stelle so einen Sprung. Und das, dann hast du mehr Zeit verloren, als du überhaupt hättest saven können durch das Ganze. Mensch, wenn das jetzt Skyrim wäre, würdest du noch dich aufleveln dabei beim Hüpfen. Das wäre ja was. Wir hatten beim Any% Run das ja sowieso schon gehabt. Der ist natürlich sehr viel mit Lauf von A nach B gefüllt worden. Ja. Hier wirst du natürlich auch relativ viel Weg hinter dich bringen. Ja, aber natürlich mehr Zeug danach machen. Genau, genau. Viel mehr. Also die ersten, ich glaube, Rykard ist der allererste Boss. Den fighten wir so bei 16 Minuten, glaube ich, fängt der Fight an. Oh, mit Rykard zuerst gleich. Interessant. Lustig. Ja. Da kann ich auch gleich was erklären. Denn Rykard ist der einzige Boss, den wir so auf Level 1 töten können. Weil man diese Waffe bei ihm ja in der Arena findet, diesen Serpent Hunter. Ja, natürlich. Mhm. Ja. Und man ist zwar von allem, so ziemlich allem, was er macht, One-Hit, aber man kann ihn halt töten. Deswegen ergibt einem, ich glaube, 130.000 Seelen, was einem sofort genug Seelen gibt, um das Sword of Night in Flame zu tragen. Mhm. Und deswegen bietet sich das halt so an, den halt als allererstes zu machen. Ja, aber das bis dahin ist ein kleiner Weg, ja. Ist auch relativ ähnlich zur Any%-Route. Also bis jetzt, glaube ich, sogar genau gleich. Also mal gespannt. Ich glaube, bei Rykard, den habe ich mir relativ vergleichsweise spät dann gelassen. Mhm. Ja. Ja. So nach 60 Stunden oder so. Mhm. Ja, ist auch, glaube ich, normal. Ja, ich habe ihn auch relativ spät gemacht. Ja, ich meine, da muss man da schon die ganze Questlinie machen mit den Hunt oder so, ne? Oder war das getrennt davon? Müssen, glaube ich. Ich glaube nicht, ne? Du musst ja auch das Valley of the Giants da freischalten, um das komplett zu machen. Ich glaube das auch. Das hast du potenziell ja noch gar nicht so früh. Ja, hier ist schon der erste Pegasus-Glitch. Torrent stand da gerade neben dir. Was war das denn? Genau. Das ist das, wenn man schnell dismountet. Jetzt läufst du durch die Luft, ne? Dann steht er auf einmal neben dir. Ja, genau, jetzt kann ich durch die Luft laufen. Hey! Die genaue Erklärung kann ich auch leider nicht. Ich weiß es nicht. Das weiß auch keiner so genau, wieso das funktioniert. Aber es funktioniert. Magie! Das ist, was zählt. Ja, genau. Das war so, also du hältst die Höhe, wenn du jetzt hier geradeaus gehst und du kannst dich auch höher drücken, wenn du an irgendwelche Schrägen gehst. War das so? No? Ja, auch, man kann sich auch runterdrücken. Also okay, bei runterdrücken Schrägen runtergehen. Man muss aber aufpassen, dass man nicht aus Versehen springt in der Luft. Weil wenn du springst, fällst du so 3 Meter oder so und dann bleibst du halt in der Luft stecken. Mhm. Dann kannst du nochmal den Double Jump machen, das gleiche passiert nochmal, aber wenn du dann stecken bleibst, dann ja, dann ist verloren. Dann musst du quitten oder dich teleporten, weil du sonst stirbst nach einer Zeit. Mhm. So. Ja, und der Pegasus-Glitch hier am Anfang, der ist, also die Route ist so aufgebaut, dass der halt so viel ermöglicht, man geht da erstmal über diesen Abgrund, wodurch man die ganzen Tiere da links an diesem schmalen Weg umgeht. Also es ist viel einfacher, so einfach in der Luft rumzulaufen, ja, anstatt von allen möglichen Tieren geblockt zu werden. Wahrscheinlich auch viel spaßiger. Ja, genau. Und jetzt der Ballon, den ich gerade kaputt gehauen habe, der liegt da auch auf dem Weg. Der hat dir Runestones gegeben, ne? Genau, die Golden Rune 6, die gibt, glaube ich, 2000 Seelen. Und da oben in dem Turm ist auch das Curse Mark, was wir für den Lich Dragon brauchen, also diesen Dragon von 4. Mhm. Und das lässt sich halt hier alles in einem Schwung machen. Deswegen ist das schon nahezu perfekt, die Route hier am Anfang. Aber halt auch relativ langweilig. Also, für lange Runs. Aber sehr, sehr praktisch natürlich. Nicht, dass die Sachen zum Beispiel wie das Curse Mark schon noch vorab gesperrt sind, bevor du irgendwelche Sachen haben musst. Du kannst es jetzt schon holen, alles, ne? Ja, also auf Umwegen kann man es holen, ja. Ja, ja. Ist aber auch immer relativ langweilig, wenn du dann. Wenn du machst dann halt diese 17 Minuten und stirbst dann bei Rykard und dann musst du das hier alles so direkt wieder machen. Aber gut. Das Problem haben wir ja zum Glück nicht. Nee. Das ist ja nur ein Showcase, kein PB-Versuch. Und du wirst es sowieso mit First Try machen, right? Genau. Und wie gesagt, gegen Weltrekord haben wir natürlich nichts. Ne? Bleib nicht einfach stehen, wenn du sagst, ach, ist nur ein Showcase. Das wäre schon echt was.
der Grind geht halt hier weiter. Hm. Er hat gesagt, dass du eine Pause machen darfst. It's all part of the grind, ja. Wer den guten Maftei zugucken will bei Weltrekord-Grind, bitte mindestens den Follow hinterlassen und ihn anfeiern, während er den Weltrekord holt. Ja, bald, demnächst. Right? Wir haben es auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Ne? twitch.tv/Maftei. Bitte gerne vorbei. Während du eh hier momentan noch geradeaus unterwegs bist, kannst du... Geradeaus ist gut. Ja, also unterwegs bist, sagen wir es mal, hast du ja noch ein bisschen Konzentration frei. Kannst den Leuten auch gerne sagen, hast du da aktuell regelmäßige Zeiten, wo du streamst? Ich fange meistens so ab 16, 17 Uhr an und dann so bis circa 22 Uhr. Ja, das ist so, ich versuche so 5, 6 oder 6, 7 Tage die Woche zu machen. Und das habe ich bis jetzt auch ganz gut eingehalten seit der letzten Folge. Das ist anständig. Ja. Jo. Hey, wir sind da. Ups. Nice. Wieder gefailt. Aber die Zeit ist echt gut. Ja, so schnell kommt man zu dem Turm, ne? Ich hab auch ein fliegendes Mount. Ja. So, und jetzt benutze ich hier die Rune. Und ich setze das hier ist ganz wichtig, das Stormhill-Check setze ich auf Favoriten, weil das ist das Grace, womit wir immer die Wrong Warps machen, oder die meisten. Mhm. Und dann kann man halt das Portmenü aufmachen und einfach nur Dreieck, Dreieck, und dann ist man bei seinen Favoriten. Ah. Weil nachher hat man natürlich, der Run geht ja viel länger, man ist an viel mehr Graces, da wird das Teleportmenü hier sehr voll sein. Mhm. Das ist schwer, das Stormhill-Check-Grace immer zu finden. Mhm. Okay. Ich habe die Liste mit den Bonfires oder den Graces habe ich nur benutzt, um zur Tafelrunde zu kommen. Hm. Ansonsten, dann den Rest tue ich lieber selber. Ja, ich habe das gar nicht benutzt. Mir ist das gerade neu. Na, jetzt habe ich mich sogar falsch geportet, auszusehen. Aber auszusehen zweimal Dreieck gedrückt. Das hier ist es. Kann man den Leuten mal zeigen, wie das so wäre. Ist alles bewusst, wenn hier gemacht. Und hier kommt jetzt Melina. Hier ist auch wieder lustig, man kann, ich habe das glaube ich letztes Mal auch erzählt, dass man im Schneidersitz hier sitzen kann, in dieser Animation. Ja. Zum Glück sitzt mein Charakter jetzt nicht im Schneidersitz, das wird halt wieder 3-4 Sekunden kosten dann. Weil er nicht sofort aufsteht wie hier jetzt. Wäre das, ist das zufallsgeneriert? Leider ja. Das heißt also, es könnte irgendwann ein Runkiller sein? Theoretisch ja. Oh nein! Oh nein! Nein, ich hab den Schneidersitz! Reset. Ja. Verdammt. So, jetzt hier auf 12 Stärke schon mal. Ups, das war falsch. So. Jetzt haben wir noch genug Seelen, um uns die Wölfe, die Bell und das Scimitar zu kaufen. Dann kommt ein Wrong Warp, da brauche ich einmal kurz eine Sekunde. Das war gut. Habe ich letztes Mal auch gesagt. Dann ging's nicht. Aber das war gut. Jetzt bin ich hier. Ja, das ist. Vielleicht kann ich die Wrong Warps nochmal erklären später bei einem besseren Beispiel wieder. Mit dem Stormhill-Check. Ja, wir empfehlen den Leuten da draußen, schaut euch auch gerne den Any%-Run an. Aber ihr bekommt natürlich hier auch alles Wichtige, was ihr wissen müsst, um diesen Run zu genießen. Ja. Ey, dafür, dass das Spiel noch so neu ist, ich habe schon wieder leicht Nostalgie für Elden Ring. Ach, guck mal, und dann bin ich da gewesen da und so. Ja, ich habe es auch, seitdem ich durchgespielt habe, nicht mehr angefasst und warte jetzt auf ein DLC, was irgendwann mal kommt, und dann will ich das komplett nochmal von vorne anfangen. Das ist ein guter Plan, glaube ich. Habe ich mir bei Dark Souls 2, glaube ich, auch vorgenommen, aber habe es dann trotzdem nicht ganz durchgezogen. Ja, ich hoffe, ich krieg das durchgezogen. Ja. Also der DLC bei Dark Souls 2 war ganz cool. Ich mochte Scholar of the First Sin nicht so sehr, muss ich sagen. Geht mir ähnlich. Ja, da haben sie es einfach übertrieben mit dem Gegner-Placement. Lass es mal einfach anders und hier wie Streusel machen. Ja, stimmt. Ja. Ich mochte es Vanilla auch lieber. Ja. Was ich dafür aber, glaube ich, als anderswo schon erzählt, Dark Souls 2 mal mein erstes richtiges Soul sozusagen, was ich durchgespielt habe. Okay. Und ist doch alles in Ordnung. Was beschweren sich die Leute denn da? Und da merke ich, ach Moment, diese Hitboxen sind ja komplett Arsch, wenn ich das so vergleiche. Also es macht immer noch Spaß, aber die anderen Teile sind schon besser. Bin ich nicht hundertprozentig bei dir. Also ich finde Dark Souls 2 sehr geil. Gerade im New Game Plus gibt's da mehr als in jedem anderen Souls-Game. Mir hat's wirklich Spaß gemacht, wenn du dann aber, weiß ich, welches dieser erste große Boss mit dem breißen Schwert war. Also wenn du dich aufspießt und du eigentlich schon 5 Kilometer weggerollt bist und er trotzdem dich in die Luft wuchtet, damit denkst du, Ramil, mal ein bisschen sauberer.
So, hier habe ich jetzt hier wieder den Key geholt für die Academy. Und einen kurzen Quitter, damit ich mich jetzt porten darf, damit ich kurze Zeit nicht im Combat bin von dem Drachen. Das Grace da gerade habe ich mir auch geholt, weil wir das später benutzen, um zu Astell zu kommen von da aus. Okay. Das dauert aber noch eine ganze Weile. Du fängst erstmal mit der Academy an, ja? Ja, genau. Ich meinte ja gerade, dass der Anfang relativ ähnlich ist wie Any Percent. Deswegen wird jetzt auch wieder das gleiche passieren wie letztes Mal, wo ich dann hier mich graben lasse unten. Und hier an der Stelle machen wir im ganzen Run auch tatsächlich dreimal einen Pegasus-Glitch an diesem Setup hier. Ich bin froh, dass es diesen No-Logo-Mod gibt. Also, dass man, wenn man das Spiel anmacht, hat man ja normalerweise zweimal diese FromSoft-Logo und was war das andere noch? Herr Wolf, ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Ja, stimmt. Und die kann man zum Glück skippen. Weil man macht schon, man macht doch schon sehr viele Quit-Outs in diesem Run. Das Spiel, also frühestens seit dem ersten Dark Souls-Board auf PC, wo die und From Software damals gesagt haben, was? Mehr 27p brauchen wir nicht. Logos will sich doch jeder jedes Mal angucken. Wer macht denn Quit-Outs? Leute. Leute! Ja, es geht ja hauptsächlich auch um die Ingame-Zeit, die halt bei Rekorden gemessen wird. Und da macht es durchaus Sinn. Genau, also da ist es ja gehuffig gesprungen, ne? Ob man dann jetzt das From und das Havoc-Logo sich anguckt. Schon sind wir drin hier. Und das ist auch gerade ein Trick, der, den ich letztes Mal noch nicht kannte in dem Run. Man kann nämlich, wenn man ein bisschen später mit dem Pegasus da reinläuft, den Elevator Cycle so ein bisschen später starten, wodurch man dann da so runterspringen kann. Und gerade noch so überlebt den Sprung. Und das waren, glaube ich, 8 Sekunden. Und was war das andere nochmal, was 10 Sekunden gekostet? Ach ja, man kann sich in Any Percent bei Malekith töten lassen. Also, nachdem man ihn getötet hat, kann man runterspringen in den Abgrund. Und das heißt, das ermöglicht einem, dass man nicht mehr ans Grace muss danach, weil du dann. Du hast den Boss gekillt, stirbst aber und dann kommst du aber trotzdem im nächsten Gebiet wieder. Okay. Und hast volle Life, volle Flasks, volle Mana, alles. Nur die Seelen hast du dann nicht mehr, wenn du stirbst, oder? Nee, aber du, man hätte sowieso nicht mehr gelevelt danach. Okay. Wer braucht schon? Wer braucht schon Seelen, ja. Ja. Lava habe ich immer ganz gerne ein bisschen gehopst. So, hopp, 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 statt zu rollen. Hier habe ich das letzte Mal gesagt, dass ich noch nie gestorben bin. Wo ihr meintet, soll ich mich nicht lieber heilen? Ja, ich habe mich auch gerade wieder gedacht, warum heilt er sich nicht? Ich bin tatsächlich einmal gestorben hier bisher. Aber ich glaube, das war so ein kleiner Movement-Fehler davor, weil ich so ein bisschen langsam war. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein vor diesem Echsenvieh. Ja, den vertraue ich meist nicht so ganz gefühlt. Nee. Ich bin doch an dir vorbei. Ja, genau. Die hört doch nicht auf. Nee. Aber jetzt auch ein paar Mal sind die, glaube ich, runtergefallen, als sie mich angegriffen haben, als ich schon im Aufzug war. Was für Trottel. So, hier jetzt der 5er, den 6er hatten wir gerade und gleich noch den 7er. Ist immer gefährlich. Ich freue mich schon auf die Waffe, die du später dir holen wirst. Die hatte ich auch sehr gerne eine Zeit lang gespielt. Ist sehr lustig. Die ist wirklich sehr lustig, ja. Und vor allen Dingen im Any Percent Run hier haben wir letztes Mal den Godskin Noble geglitcht. Das machen wir jetzt nicht mehr. Okay. Wir brauchen ja nur eine Waffe, die wir nicht benutzen können. Und da dieser Charakter hier so wenig Decks hat, reicht dieses Scimitar, was ich mir gerade eben im Roundtable Hold gekauft habe, schon aus. Für diese Waffe, die. Warte, erzähle ich sofort. Nice, first try. Oh, nice. Sehr schön. Wir brauchen ja eine Waffe, die wir so effizient nicht tragen können, weil uns Stats fehlen, damit wir den Buff darauf packen können. Wodurch der Buff dann keine Mana kostet, aber trotzdem applied wird. Das ist nämlich der Royal Knights Resolve Buff, der ist ja hier. Das liegt halt alles so perfekt auf einer Route hier. Ob sie es geplant hätten. Ja. So, und jetzt geht's gleich schon auch zu Rykard. Mit einem weiteren Wrong Warp. Hier kann ich es ja vielleicht mal erklären. Wrong Warps, wenn wir uns im gleichen Moment teleportieren,
wie wir auch diese Memory of Grace benutzen. Mhm. Okay, warte, das muss ich erstmal einmal kurz machen jetzt. Dann weiß das Spiel nicht, wo es uns hinpacken soll, weil wir hier rausgeschmissen werden beim Stormhill-Check. Und das ist irgendwie unter dem Boden. Und dann guckt das Spiel, wo wir als letztes Mal Stable Ground hatten, mhm, und packt uns in dieser Area, wo wir Stable Ground hatten, an die Startposition, an die Default Location. Und in der Volcano Manor ist die Default Location der Eingang. Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, wir sind jetzt am Anfang von der Volcano Manor. Und hier direkt wieder ein Pegasus-Glitch. Also, wie gesagt, der Pegasus ist hier wirklich, der wird super oft benutzt. Mhm. Leider auch in Verbindung dann mit sehr vielen Quidouts, was vielleicht nicht ganz so Spaß machen kann zum Zuschauen, aber es gehört halt zum Speedrun dazu. Es ist ein Souls Run. Ja. Überlass du da mal einen ohne Quidouts. Ja. Ich glaube, da beschwerst du dich eher, wenn du die ganzen Animationen dann angucken musst. Ja, ich muss bei den Wrong Warps auch erstmal dahinter kommen, dass dann eben eigentlich die Maps auch intern unterteilt sind in eigene Teile, obwohl du eine große zusammenhängende Welt hast. Mhm. Ne? Und das Spiel Koordinaten von der einen Location auf die andere dann überträgt. Ne? Ja. Da gibt es auch Leute, die versuchen da jeden Quadranten auf der Map da rauszufinden, wie die Möglichkeiten sind und alles. Das ist verrückt. Mhm. Ja, ey, also. Wenn das Ding wird komplett durchleuchtet, von vorne bis hinten. Ja. Wurden Wrong Warps jetzt komplett schon rausgepatcht oder gehen die noch einige? Nee, die wurden, also soweit ich weiß, sind die nur schwerer gemacht worden. Okay. So, und jetzt sind wir hier bei Rykard am Eingang. Das ist nice. Haben wir da übers Dach gegangen. Ja, und normalerweise würde ich mir das Grace jetzt hier nicht nehmen. Aber weil wenn ich bei Rykard sterbe, resette ich sofort. So. Und der ist leider auch mit ein bisschen Glück verbunden. Leider, in Phase 2. Deswegen, ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt den First Try mache. Das wäre schon echt gut. Das war einer meiner Lieblingsbosse, by the way. Ja. Ich finde den auch super cool. Das ist sehr beeindruckend, muss man sagen. Hat auch eine geile Stimme. Ja. Obwohl ich Schlangen ja hasse, aber der ist irgendwie cool. So mit. Das Schlimmste in Phase 1 ist, wenn er Poison macht. Oh ja. Weil das muss man halt leider respektieren, so. Alle anderen Angriffe kann man dodgen. Also, kannst du einfach raufhauen. Das ist Attacke. Ich meine, so ein Gimmick-Boss haben ja viele von den, also wenn wir es Gimmick-Boss nennen wollen, ist natürlich nicht anspruchslos oder so. Mhm. Aber ja. Denk mal jetzt, war das der Gigant in Dark Souls 3, war es auch so ein Riese. Genau, das war aber Referenz auf Demon's Souls, wo du auch den Riesen mit dem Windschwert weggehauen hast. Und natürlich diesen Feuerdämon in Demon's Souls mit den Bastillas oder so. Mhm. So, das war Phase 1 und sehr jetzt gut. Kommt Phase 2. Man muss sehr aggressiv spielen in Phase 2, darf aber auch nicht zu aggressiv spielen, weil er holt ja diese Skulls. Wenn er den Himmel dreimal rot gefärbt hat, holt er diese Skulls vom Himmel. Und das kostet extrem viel Zeit, wenn er das macht. Deswegen muss man versuchen, mit Stagger zu unterbinden. Das ist ein sehr, sehr guter Opener. Ich habe leider verfehlt, aber. Okay, er gibt mir sehr gutes RNG gerade. Wobei diese Random Explosions hier auch gefährlich sein können. Okay, ich bin leider gestorben. Oh! Fuck. Das ist die schlimmste Attacke, wenn er das macht. Mist. Der Fehler war, dass ich nach links gelaufen bin. Ich bin nach links gelaufen. Da sollte man eigentlich nach rechts laufen, weil er kommt so ein bisschen von links. Ja. Dann hat man so ein bisschen Spielraum da. Ah, shit. Aber, okay. Man muss eben sagen, wenn ich es jetzt schaffe, dann ist alles noch gut. An dieser Stelle schon bei dem Gegner bist, ne? Mal sehen, wie viel Schaden du jetzt schon verursachen kannst mit dem Spezialschwert. Mhm. Du bist eben hier nennen wir das so schön, Glass Cannon, ne? Ja. Einmal kurz. Hast du noch gar nicht gelevelt, oder? Doch, einmal kurz. Ah ja, einmal kurz. 4 Stärke habe ich gemacht, ja. Okay, ja, stimmt. Aber ärgerlich, dass ich gestorben bin. Ach, halb so wild, können wir den Boss nochmal gucken. Ja. Ja, wenn ich es jetzt schaffe, dann auch. Uah. Da ist jetzt Poison, da muss ich aufpassen. Das Problem ist, wenn man halt zu weit weg ist, dann macht er auch diesen Skill, wo er seinen Kopf so in den Boden macht und dann so die Steine von unten rausholt. Mhm. Und dieser Attacke kann man nicht ausweichen. Also es ist nicht möglich. Man muss sie blocken und dann bin ich auf 5% oder so.
ist immer so schön, wenn so viel von der Boss-Energieleiste weggeht. So ein befriedigendes Gefühl. Mhm. Ach, nice. So, ich versuche jetzt einfach mal, mich sehr zu konzentrieren hier. Mhm. Genau der gleiche Opener wie gerade und ich verfehle auch wieder. Genau, man sieht jetzt, wie der Himmel sich verfärbt hat. Mhm. Das macht er nämlich bei ganz gewissen Schwerthieben. Hätte ich das jetzt nicht gestaggert, wäre der Himmel komplett rot und er hätte die Skulls geholt. Mhm. So, jetzt muss ich sehr vorsichtig spielen. Da ist er wieder. Man hat es gesehen, durch das nach rechts laufen war es viel einfacher zu dodgen. Ja. Das ist sehr gut. Der war ein bisschen großzügig mit seinen Angriffen am Ende. Alright. Nice. Sehr cool. Na gut. Second try, da ist schon okay. Ist okay. Ist okay. Kann man machen. Ist akzeptiert. Oh, wait. Jetzt kommt seine Gemahlin und futtert ihn auf. Stimmt, da war was, ja. Oder muss man das, ja, wahrscheinlich muss man die Story dazu erstmal vorher machen. Nee, also wenn man da stehen bleibt, da passiert schon irgendwas. Ja. Ja. Und hier das zweite Mal in der Academy, den Pegasus, das Pegasus-Setup. Na komm. Ein kurzes Standbild hatte ich gerade eben einmal, als er den Schlangenkopfangriff gemacht hat, da von oben. Okay. Also ganz so gut läuft's nicht, wie es sonst immer läuft, aber es sollte schon okay sein. Ja, das glaube ich beim letzten Mal auch schon erwähnt, das ist natürlich ungewohnt für dich jetzt mit Streaming Plus, du capturest für uns nochmal mit, damit ihr das da draußen in der bestmöglichen Qualität seht, weil wir haben hier auch, also es hilft immer, wenn man im Nachhinein das nochmal drüber macht und deshalb ist die Performance vielleicht nicht ganz so zu 100%, wie du es von deinem Rechner erkennst. Mhm. Aber passt schon, passt schon. Ja, und hier sind wir letztes Mal ja da links über den ganzen Weg da hierher gelaufen. Mhm. Jetzt lässt sich das mit dem Pegasus-Glitch alles regeln. Ja, praktisch. Jetzt gehst du schon zum Godskin-Duo, oder? Nee, das sieht man tatsächlich gar nicht in diesem Run, weil da ist ein neuer Skip gefunden worden. Ah, okay. Hm. Der hat auch mit der Waffe zu tun, die wir uns jetzt holen, oder der Rüstung und der Waffe. Da ist nämlich dieser Bernal heißt er, glaube ich. NPC. Wer war das noch gleich? Der dich zum Multiplayer herausfordert? Oder? Nee, das war der nicht. Ach, welcher war das nochmal? Ich bin auch überfragt, was er in der Story macht. Ja, jetzt darauf werde ich nicht mehr kommen, weil jetzt habe ich immer nur den Schildkrötenpapst im Kopf. Jetzt der ist super. Jetzt ist alles Schildkrötenpapst, also kann ich nicht mehr an andere Personen denken. Der ist super. Ja, natürlich. Der einzige Heilige, von dem ich mir was sagen lasse. Ja. So, wenn man Rykard nämlich tötet, dann stirbt auch Bernal und der liegt jetzt hier tot. Und ich kann seine Sachen nehmen. Ah. Und das unter anderem. Der Typ, der dich die ganze Zeit disst, wenn du ihn ansprichst und dich beschimpft? Nee, ich glaube, der war in der anderen. Der war irgendwo im Sumpf, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, der ist dann. Bisschen vor Raya Lucaria irgendwo. Stimmt. Ja, genau, irgendwo da. Ja. Auf jeden Fall hat er jetzt. War leider gesperrt für mich. Da hatte ich schon andere Sachen gemacht. Ich habe seine Questline auch nicht gemacht. Der hat uns diese Armor hier gegeben. Jetzt sehr viel Physical Reduction, was schon mal hilft. Mhm. Also, aber deswegen gehen wir nicht dahin. Wir gehen nämlich hin wegen. Wegen dieser Waffe von ihm. Dieses Zepter.
Das brauchen wir nämlich später, um den Godskin-Duo-Skip zu performen. Das wird ganz wild mit irgendwie Weapon-Switches und so. Mit dem Melania Blade über die. Ja, ist nicht so schlimm. Also es wäre besser gewesen, wenn er nur einmal getroffen hätte, weil dann hätte ich mich jetzt nicht heilen müssen. Hm. Weil hier in der Mine ist ja dieses Vieh, was dieses. Ja, was ist das? Diese Projektile auf einen schießt auf jeden Fall. Jetzt sind wir bei den beiden Riesen? Nee, noch nicht. Aber wir sind im Osten. Das geht jetzt nach Kaelid. Ja. Genau, nach Osten, ja. So. Er schießt nicht auf mich. Okay, nice. Hätte ich mich auch nicht heilen müssen, theoretisch, aber ich gehe natürlich lieber sicher. So, nach Kaelid gehen wir eigentlich auch nur, weil wir nachher halt Radahn hier töten wollen. Mhm. Und eine Tier für die Flask hier noch liegt. Bei Radahn bin ich sehr gespannt. Da habe ich auch zuletzt den Quick Kill gesehen und war ganz baff. Hm. Ja. Für die zweite Phase. Weiß nicht, ob du den hier natürlich anwendest oder nicht. Hier gibt es einen coolen Trick, diesen Tree hoch. Nice. Er sieht schwerer aus, als es ist. Yeah, yeah. Also ist es trotzdem nicht einfach, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es First Try gemacht habe. Hätte ich jetzt nicht hinbekommen. Ja, wenn man sich da an diesen an die Kante stellt und dann springt, sich nicht bewegt und dann erst wieder nach vorne lenkt, wenn das Pferd wirklich steht, dann ist der Jump eigentlich free. Hm. Eigentlich, ja. So, jetzt sind wir hier. Auch der liegt jetzt kommt das Leveln. Während du hier levelst, die Arme ohne Arm an der Seite. Ah, alles tut so weh. Stör mich nicht, ich level. Ja, jetzt kommt noch einmal ein Wrong Whoop. Das war sogar, da war ich sogar schneller als in meinem Rekord, in meiner PB gerade, in dem Split. Genau, jetzt sind wir hier links bei EG auf der Map. Ne, links. Ist das links? Also im Westen? Ich glaube, ja. Darf nicht vergessen, die Seele hier von Riker zu benutzen. Denn hier ist EG, der uns die 1 bis 4 Sorber Stones verkauft. Und das Grace bei ihm, wo wir dann nachher nochmal kurz hin können, um plus 8 und plus 9 abzugraden. Mhm. Weil wir gehen mit plus 7 weiter gleich erstmal. Das reicht erstmal. Und das Sword of Night and Flame ist hier auch. Deswegen gibt es jetzt hier so einen Pegasus wieder. Ich muss mir auch angewöhnen, die Quitterouts beim Pegasus Glitch nicht zu schnell zu machen, weil man kann die tatsächlich auch zu schnell machen. Mhm. Dann sitzt man danach immer noch auf dem Pferd. Und das ist mir so häufig passiert und ich wusste einfach nicht, warum. Jetzt muss ich das immer bewusst so einen kleinen Ticken langsamer machen. Was auch manchmal dann dazu führt, dass ich es halt nicht schaffe, weil man dann halt das bewusst macht, anstatt einfach mit Muscle Memory so. Ja, das hatte ich beim Grinden, wo ich zu schnell wieder zurückgewarpt bin an die Grace, bevor meine Experience gecountet wurde. Okay. Also immer dann, okay, jetzt bevor ich klicke, warten, dass ich den Sound höre. Ja, das. Du meinst, wenn du einen Boss tötest? Nicht nur Boss, also ich hatte so ein paar Stellen, wo ich dann gegrindet habe. Das war immer so, schnell den Gegner machen und dann schnell zurück zu Grace und wieder den Weg fix machen. Mhm. Ja. Und wenn ich den Warp zu früh angefangen habe, hat er nach dem Killen des Gegners noch gar nicht mehr die Experience draufgegeben. Das heißt, ich hatte sie nicht nach dem Warpen. Alles umsonst. Das ist mir einmal in einem Run passiert bei Moog, wo ich, ich war, glaube ich, 20 Sekunden vorm Weltrekord in dem Run. Und dann habe ich bei Moog zu früh geportet, weil da. Bevor er, nachdem er stirbt, macht er einen so ein Geräusch, was sich so ähnlich anhört wie dieses Geräusch. Fies. Und dann habe ich habe einfach nur auf Reflex so gewartet, weißt du? Und dann, ja. So beim ersten Geräusch drücken und dann habe ich es zu früh gemacht. Ja, dann war sofort Reset. So, hier ist das Sword of Night and Flame. Ja, cool. Jetzt geht's in Roundtable Hold, weil hier equippe ich jetzt das Schwert. Wie einfach du die es doch geholt hast. Es ist eigentlich gar nicht so leicht, das normal zu holen. Jetzt mache ich hier plus 7. Zu viel gedrückt. Und das Royal Knights Resolve auch auf das Scimitar.
Und jetzt sind wir sozusagen good to go. Also jetzt fängt so ein bisschen der Boss-Rush an. Denn mit dem Rongwap hier kommen wir jetzt zu Godric. Mhm. Also wir gehen natürlich auch über den Pegasus-Glitch wieder rein. Mhm. Erstmal Rongwap, dann Pegasus-Glitch. Weil es gibt eine Öffnung bei ihm in der Arena, in der Mauer rechts, wo man dann bei ihm in die Arena laufen kann. Und ja, da wir auf so einem Weg zu ihm reinkommen, steht er dann auch da einfach nur und macht nichts. Ist ab hier denn die Reihenfolge wichtig, wie du die weiteren Bosse machst? Oder können sich das ein Runner sozusagen ein bisschen selber zurechtlegen? Ja, du willst wahrscheinlich schon die effizienteste Route nehmen. Ja, ne? Es kann sein, wenn du dann sagst, okay, ob ich jetzt den oder den davor mache, wenn du nicht unbedingt die Experience brauchst und eben mit dem gleichen Equipment bleibst. Mhm. Also, wir machen nicht mehr viel an unserem Equipment. Wir holen uns noch plus 9. Das holen wir uns später im Schneegebiet, weil das dann halt auf der Route liegt. Vorher haben wir es uns immer in Kaelid geholt. Das wäre aber ein Umweg gewesen von 2 Minuten. Mhm. Und man kann aber auch einfach mit plus 7 bis zum Schneegebiet spielen, wo man sowieso langlaufen muss. Und dann da einfach die plus 8 und plus 9 einsammeln. Ja, deswegen, also die Boss-Reihenfolge, ich glaube, das ist relativ egal. Mhm. Obwohl, später ist Kategorien wichtig, dass man den Fire Giant vor Morgott tötet, was ja eigentlich gar nicht möglich ist. Mhm. Aber mit dem Rongwap geht es, weil wenn man Morgott tötet, dann geht man ja danach an den Baum und dann sagt Melina einem ja hier, du musst zur Forge der Giants, um die Baum zu entzünden, die Wurzeln da abzubrennen oder was sie auch immer sie sagt. Und diesen Dialog kann man halt skippen, indem man den Fire Giant zuerst macht. Ah. Was ja eigentlich gar nicht möglich wäre. Ich sehe, du hast alles schon getötet, dann laber ich mal nicht. Ja. So, und jetzt sind wir hier bei ihm. Einen guten Godric. Praktisch. Laser! Ja, und da reichen auch 2 Laser. Oh, wie schnell. Jetzt warte ich wieder auf dieses Geräusch. Es ist. Das war sogar ein Goldsplit. In meinem Live-Split sehe ich gerade. Nice. Hat er auch verdient, hier ein Gegner. Bisschen. Flask. Wie? Nicht ein Missklick. Look at that. Hier benutzen wir den Imbued Sword Key, den wir oben gelootet haben, vorhin. Mhm. Letztes Mal sind wir ja da unten an den Tower gegangen. Aber da kommen wir jetzt ganz normal hin, auf üblichem Wege. Ja, und jetzt hier wieder ein Wrong Warp. Ah. Der Reiter. Aber den. Der was? Das wäre die Stelle, wo du mit dem Reiter kämpfen kannst. Ja? Oder nein, stimmt nicht. Das ist der Typ, der an der Brücke steht vorne. Mm. Ich dachte nur dran, weil ich auf dem Pferd war und ihn bekämpft habe. Ach so. Ja, aber steht der Typ, der ganz oben einsam auf der Brücke steht, ist das. No? Huch, auf einmal bist du hier. Ja. Und hier kommt die Mimik. Da ziehen wir uns einmal komplett aus, lassen nur die Waffe drin, die ich eh nicht tragen kann. Aha. Damit die Mimik keine Waffen hat oder so zur Verfügung. Und danach kannst du wieder um? Danach ziehe ich mich sofort wieder an, ja. Ja. Aber die Mimik, das ist eigentlich nur eine Sicherheitsmaßnahme, falls man das Timing hier verkackt. Weil eigentlich soll es immer so aussehen. Das müsste auch der Patch sein, wo Mimik hier noch nicht so genervt wurde, ne? Mhm. Ja. Ich glaube, der ist immer noch ziemlich stark. Ja, also ein bisschen haben sie da runtergedreht auf jeden Fall, aber nicht zu sehr. Mhm. Das ist auch mit Absicht, denn sie so einen starken Summon drin gelassen haben. Weil wenn man da jetzt das Timing am Anfang verkackt hätte, ich fange halt das Feuer an, bevor seine AI readen kann, ob ich schon einen Spell caste. Mhm. Weil die haben ja auch so ein bisschen Input-Reading, die Gegner alle. Und der ist da sozusagen noch nicht aktiv, deswegen weiß er noch nicht, dass ich schon Feuer gecastet habe und rollt auch nicht. Okay. Ja, wenn man den Opener dann halt nicht schafft, dann kann es sein, dass er danach jedem Spell also dodgt und das dauert dann wesentlich länger. So, braucht man beide Hirsche für den Run hier, oder? Nee, nur den ersten hier. Nur der erste. Machen wir jetzt. Nur einer von denen ist auch ein Rembrace. Ah, okay, ja. Rembrace. Genau, ja. Das Entzünden dieser
verschiedenen Fackeln hier. Wenn man die alle macht, kann man einen speziellen Boss dann bekämpfen. Mhm. Habe ich ja leider auch erst zu spät dann gemacht. Da war so ein Pushover dann am Ende. Okay. Was hast du sonst hier gemacht? Was gibt's doch hier? Ich bin dran vorbeigelaufen. Ach so. Natürlich, ja. Ich dachte, ich habe alle. Ja, und dann habe ich einen habe ich verpasst. Hm. Aber erst gegen Ende des Spiels danach geholt. Okay. Dann war er wirklich sehr einfach, ja. Ja, was willst du machen? Ja, ich dachte, man kann gar nicht alles sofort mitnehmen, glaube ich, in Elden Ring. Beim ersten Mal. Ja. Ja, selbst wenn du denkst, du hast eigentlich alles gut abgesucht, aber ach, warte mal, ich bin da nach links nicht gegangen. Blöd. Aber hier mache ich auch wieder ein Quit-Out, weil wir spielen relativ greedy mit den Flasks. Mhm. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Flask für ein Pegasus-Setup gleich, weil immer, wenn man ein Pegasus-Setup macht, verbraucht man ja eine Life Flasks, weil man das Pferd ja aus dem Tod wiederholt sozusagen. Ah, okay. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir hier möglichst keinen Schaden kriegen. Weil ich spiele mit 3-3. Die aktuellere Route wäre sogar mit 2-3 zu spielen. Mhm. Aber dann darf man wirklich gar keinen Schaden kriegen. Der kann schon relativ gefährlich sein. Und jetzt geht's schon zum Elch. Ich hoffe mal. Also der war wirklich in den letzten Runs, die ich so gemacht habe, war der nicht sehr freundlich zu mir. Der hat mir immer schlechte Opener gegeben. Aber mal gucken. Er ist auch ein bisschen nervig, der heilt sich ja auch, ne, mit den ganzen Tieren hier, oder? Ja. Wenn es gut läuft, heilt er sich nicht. Aber ich guck mal. Ich guck mal, ob ich es hinkriege. Laser! Oh! Okay, das sollte der Two-Shot sein. Yo. Er ist doch mal gestorben, okay. Das war gut. Das war gut. Okay, das Schwert macht doch mehr Damage, als ich in Erinnerung habe. Ja, und das ist nur plus 7 gerade. Ja. Das wird noch auf plus 9, dann holen wir uns das später noch das Roger-Set. Mm. Das gibt auch noch mal plus 2% Damage für jedes Teil, also 8%. Und später noch den Alexander-Talisman, der auch noch mal 10% mehr Schaden macht. Mhm. Also da kommt noch was drauf zu. Mit welchem Wert skaliert das Schwert denn? Int und Faith, glaube ich, beides, ja, ne? So, ja. Mit Int auf jeden Fall, mit Faith weiß ich nicht genau. Kannst du ja natürlich auch beeinflussen sonst, ne? Mit den Ashes. Mhm. Oh, hier bin ich lieber ein bisschen vorsichtig. Ein bisschen zu vorsichtig sogar. Ich wünsche mir immer noch, es würde eine Gehen-Taste geben auf dem Controller, anstatt dass es mit dem Stick zu machen ist. Hat dann noch nie ein Speedrunner zuvor gesagt. Ich glaube auch. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so eine Tastatur unter den Tisch legen soll, wo ich das dann mit dem Fuß drücke, so diese Gehen-Taste. Oder am Pedal. Ja, das ist nicht so die. Ja, genau. Wer ist der, dieser teure Xbox-Controller mit den Blades da hinten? Mhm. Na, die kann man doch auch selber belegen, oder nicht? Ja, da kommt man immer gegen. Ja. Das nervt ein bisschen. Ja, so einen habe ich tatsächlich, aber ich benutze die Tasten hinten nicht. Weil ich bin da wirklich immer aus Versehen gegengekommen, deswegen habe ich sie gar nicht erst geblindet. So, und wir gehen jetzt mit dem Pegasus-Glitch zu den Gargoyles rein. Ja. Weil das den Fight auch wesentlich einfacher macht, denn diese Area ist super nervig. Ja. Aber schön, dass man so auch reinkommt. Denn wir gehen hier auf so einen speziellen Stein. Wir können nicht nach oben stechen, Gargoyle, oder was? Wenn es richtig läuft, macht der erste Gargoyle nie was. 3 Laser und der ist tot. Wo ist beim der zweiten denn? Braucht man ein bisschen Glück. Man braucht ein bisschen Glück bei dem. Mal sehen. Das sieht gut aus. Das ist ein sehr guter Opener. Jetzt hat er mich einmal getroffen. Ei. Das kriegst du auch so hin. Jetzt einmal ausweichen. Das sollte der Kill sein. Sehr gut. Das war sogar nice. Gut. Das war echt gut. Ja, der Run hier ist wirklich nervig. Ja. Ja. Das Wichtige ist, dass man diesen Fight schafft, ohne zu sterben, weil man ja den Pegasus-Glitch mit hier reinnimmt. Mhm. Das heißt, der ist noch aktiv im nächsten Gebiet. Deswegen muss man das Setup da nicht neu machen, falls man bei den Gargoyles sterben würde. Ah, okay. Deswegen ist der Pegasus-Glitch jetzt immer noch aktiv. Sehr gut. Das war die Fahrt mit dem Sarg. Genau. Und jetzt? Jetzt geht's zu den Fias-Champions. Ja. Das ist der Run-Killer. Ja, ich bin gespannt. Ja, weil ja, ja.
am Ende sind es ja drei Stück und die spawnen leider nicht alle genau gleichzeitig. Die spawnen so eine Sekunde versetzt ungefähr oder halbe Sekunde. Das heißt, man kann sie nicht alle mit dem ersten Feuer sofort treffen. Und der Lionel, der in der Mitte, mit dieser dicken Rüstung, der ist leider kein One-Shot vom Feuer, aber die beiden anderen schon. Wir benutzen da auch die Wölfe, weil die lenken gut ab. Equip ich mal schnell hier. Nicht, dass ich es vergesse. Ist hier sehr praktisch mit dem Pferd, weil ansonsten müsst ihr die ganze Höhle mit den Ameisen machen. Oh, genau. Ja. Hier werden wir auch, hier habe ich mich dann hauptsächlich aufgelevelt im Laufe des Spiels. Da gibt es so einen Gegner, der dann immer 4000 innerhalb von 10 Sekunden. Ach, der da wahrscheinlich, ne? Der auf dem Baum? Ja, der neben dem Grace dann direkt sitzt und der gar nichts macht. Zack, und ab und zu kriegst du ja auch mal das Vierfache oder so an Experience. Ist ja auch randomized, ne? Dass da ab und zu mal manche Gegner geben dann auf einmal das Vierfache an Experience. Ach ja, das wusste ich gar nicht. Ach so, wenn die so leuchtende Augen haben, glaube ich sogar, ne? Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. So. Jetzt geht's an die Fierce Champions. Da bin ich mal gespannt. Das kann wirklich, das kann so oder so laufen, also komplett unterschiedlich. Der Bloodborne-Boss hier. Genau, der kann nämlich auch manchmal blocken, dann überlebt er das Feuer, manchmal blockt er nicht und dann ist er sofort tot. Genau, jetzt kommt Roger. Der ist leider auch kein One-Hit. Wichtig ist, dass man das erste Feuer trifft. Und jetzt heißt es wirklich nur hoffen. Das war sehr gut. Alright. Schön. Wir wollten gerade dodgen. Noch mehr hoffen ist jetzt der Fall. Hoffentlich stirbt der Rechte sofort, das ist sehr wichtig. Ist er auch. Nice. Und der noch auch noch One-Hit, come on. Oh mein Gott, okay. Alright. Oh, aber es ist One-Hit. Nice. Es war extrem gut, der Fight. Also, so einen wünscht man sich in jedem Run, wirklich. Okay, das war schon echt gut. Das sind tatsächlich 21 Sekunden, die ich zu meiner PB save. Weil in meiner PB bin ich, als ich da am Anfang bei dem Grace aufgestiegen bin auf dem Mount, bin ich, da gibt es einen so einen Glitch leider noch im alten Patch, wo man manchmal einfach in der Luft stecken bleibt, direkt nach dem Mountain. Okay. Und das ist mir leider da passiert. Und dann kann ich nicht mehr mit dem Pegasus-Glitch in die Arena laufen. Also mit dem Pferd. Deswegen muss ich dann einen Quit-Out machen und zu Fuß in die Arena laufen, was dann irgendwie 20 Sekunden gekostet hat. Oh, das war ja, da bin ich ja mehr als zufrieden jetzt mit gerade. Kein Druck, ne? No pressure. So, und früher hat man hier jetzt Morgott als erstes gemacht. Aber man kann halt bei diesem Lift mit dem Wrong Warp, man kann den Lift sozusagen mit dem Wrong Warp nehmen. So kann man es, glaube ich, sagen. Oh, hier gibt es auch ein neues Pegasus-Setup. Das sah, glaube ich, gut aus. Ich hoffe. Habe ich beim Avonis geklaut. Mit seiner Zustimmung natürlich. Mal gucken, ob es klappt jetzt. Dann muss man nämlich nicht noch eine Kante runterlaufen. Das Pferd fällt sofort beim Login runter. So, jetzt. Dann hat man sozusagen das sofortige Pegasus-Setup. Ja, und das ist wahrscheinlich der langweiligste Part im Run jetzt. Weil jetzt läuft man über diesen Abgrund, danach durchs Schneegebiet. Also jetzt kommen bestimmt 5-6 Minuten gelaufen. Das ist Atmosphäre nennen. Richtig. Ja, genau, ja, genau. Die Welt in sich aufsaugen. Donations ja, vorlesen. Weißt du Bescheid? Ja. Hier gibt's wirklich nicht viel zu erzählen jetzt gerade. Ich gucke hier immer gerne nach, ob ich alles richtig equipped habe und so, aber viel kann ich da gar nicht mehr ändern gerade. Was machst du denn während deiner Streams? So, hast du dir dann so ein Ritual für den Part dann aufgestellt? Okay, jetzt ich sehe was, was du nicht siehst. Irgendwie sowas. Nee, hier tatsächlich nicht, aber es gibt so ein paar Insider schon. Zum Beispiel, Reichardt wird bei uns immer Richard genannt. Und dann heißt es immer, dass wir den Richard würgen. So wird es immer genannt. Und ja, auch in Nokron immer, da sind doch diese Monster, die immer singen. Also gerade eben hat man die ja gehört. Da mache ich dann auch immer so eine kleine Gesangseinlage. Da sind schon ein paar gute Sachen, die da so passiert sind im Stream. Da kann man sich ein bisschen was überlegen. Oder sich so eine Trompete holen, wie diese Wesen dann in der Hauptstadt. No? Ja, da gibt's noch gar nichts, stimmt.
Die sehen wir aber auch nur im Helic-Tree. Nachher bei Melania und Stimmt, ach, Loretta. Melania musst du wahrscheinlich, ja, die musst du ja auch machen. Ganz vergessen. Da habe ich schon so ein bisschen Angst vor. Das ist das, was ich bei den meisten immer im Stream geschaut habe, wie sie Melania-Fights trainieren. Ja. 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 Weil der Opener ist extrem präzise. Ja. Das ist schon heftig, wirklich. Da kommt's, du musst, darfst nicht zu nah dran stehen, darfst nicht zu weit wegstehen und der Laser muss richtig getimed sein. Das ist schon heftig, wirklich. So, hier mache ich einmal einen Quit-Out. Den würde ich normalerweise, auch doch, den Quit-Out würde ich machen. Aber dieses Grace würde ich mir normalerweise nicht nehmen. Aber das nehme ich mir jetzt, falls ich einen Game-Crash kriege. Weil dann müsste ich den ganzen Weg hier neu laufen. So, hier wieder ein Wrong Warp. Weil wenn ich den Wrong Warp in einem Run nicht schaffe, muss ich den kompletten Weg neu laufen. Also es ist ein Instant Reset, wenn man diesen Wrong Warp nicht schafft. Okay. Deswegen nehme ich mir hier lieber das Safety Bonfire oder das Grace. Schon ein bisschen schlimm, so nach 48 Minuten wegen sowas zu resetten. Ja. Ist schon ein bisschen nervig. Aber es ist mir noch nie passiert. Also, Gott sei Dank. Wenn man aufpasst, dann sind die Wrong Warps wirklich nicht schwer. Ja. Eigentlich. Jetzt sind wir im Schneegebiet. Die Wrong Walks klappen auf jeden Fall viel besser als bei deinem letzten Mal hier. Ja. Hier kommt noch einer, das ist der schwerste Wrong Warp jetzt. Da brauche ich wirklich komplette Ruhe einmal, weil der Charakter ist so weit unten. Wow. Ich glaube, ich habe es geschafft, weil das Geräusch ist halt extrem leise. Weil der Charakter so weit weg ist von der Kamera und der Sound, also die Lautstärke, orientiert sich irgendwie von der Distanz zum Charakter. Deswegen, ich glaube, dieses Klingeln hat man im Stream jetzt wahrscheinlich gar nicht gehört. So gut wie nicht, muss ich sagen. Ja? Ja. Aber ja, ich hatte auch so vorher gedacht, warum stirbst du da? Moment, der steht ja da noch. Ja, also das ist immer eine ganz komische Stelle da. Das ist immer ein exakter Abstand, ne? Wann du stirbst und nicht. Ja, und du hast ja vorhin das mit den Quadraten angesprochen. Auf der Map, wie die Leute, die Wrong Warps probieren. Und durch dieses Fallen darunter fallen wir halt in einen anderen Quadraten. Okay. Also sind sogar höhenmäßig unterschiedlich. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Krass. Also ich glaube, das ist schon wegen, also nicht wegen Höhe. Weil man fällt ja auch ein bisschen noch weg. Ah, okay. Vielleicht aber auch Höhe, wer weiß. Ja, und wir orientieren jetzt immer an den Himmelsrichtungen. Hier bin ich leider auch schon in einem guten Run gestorben. Ja. Also das muss Blitz man schon sagen, hier ist auch Endgebiet eigentlich. Ja, ne? Ja. Schon relativ weit. Also auch trotz des Kompasses, ich habe hier, glaube ich, alle 5 Sekunden auf die Map geschaut. Laufe ich jetzt auch richtig? Ja. Aber diese Blitzviecher haben mich getötet. Zum Glück leider nicht, zum Glück nicht getroffen, weil sonst müsste ich mich auch einmal heilen, weil man sonst diesen Drop hier nicht überlebt. Also das lief schon sehr gut. Ja, und jetzt kommt wieder ein Wrong Warp, wer hätte es gedacht? Achso, hier muss ich auch Equip ausziehen. Es ist so kalt. Ja. Denn ich möchte hier jetzt gleich sofort getötet werden, weil wir dann in der Nähe von der America Statue sind. Laufen wir direkt nach links und hoffen, dass der Fackelmann uns hier two-hittet. Sehr gut. Oh. Was ist da? Gleich draufhauen. Ja, ne? Und jetzt kommt diese State of America, so glaube ich. Mhm. Und hier ist ja auch wieder so eine Stelle, das ist random, ob man hier eine Stand-Up-Animation hat. Habe ich zum Glück nicht. Weil manchmal steht der Charakter auf und hat diese lange Animation vom Aufstehen. Das ist auch wieder leider random. Jo, und hier wird man jetzt invaded von dem Sanguine Noble, glaube ich. Ja, der macht sehr viel Blutschaden, ne? Sanguine Noble, ja. Der macht sehr viel Schaden, ja. Deswegen fightet man den auch nicht so. Erstmal deswegen und weil wir nur +7 haben. Ich glaube, da kann man ihn gar nicht two-shotten. Deswegen machen wir es auf eine andere Weise. Die mit der Gravity zu tun hat. Laufen wir an die Kante, gucken uns kurz an, wo er bleibt. Er braucht sehr lange sogar, aber ich laufe hier hin. Und er müsste jetzt im allerbesten Fall einfach über mich springen in den Abgrund. Manchmal bleibt er aber auch einfach stehen und macht nichts.
Ja, gut. Deswegen müssen wir ihn einmal triggern. Uff. Fuck. Das sollte okay sein. Es tut weh. Jetzt aber. Jetzt lauf mal. Fall runter. Geht auch. Das ist. Schön runtergerollt. Jetzt reicht's aber. Jetzt ist dahin. Also, das passiert tatsächlich nur in einem von 20 Runs oder so, dass er oben stehen bleibt. Leider ist es jetzt passiert, aber normalerweise springt er sofort runter. Das ist ja auch jetzt ein Eckchen, wo du da standst, wo du normalerweise nicht stehen solltest. Ja. Der Logik nach. Also ist da eigentlich auch normaler Boden für mich als Blutmagier. Natürlich. So, und jetzt hier auch wieder Pegasus. Bei Mokwin gleich hier. Ja, und zum Glück können wir Moog auch glitchen. Nicht so fighten, weil ich glaube, das würde alles ändern. Denn wir gehen auf eine ganz besondere Weise bei ihm rein. Das ist ja dieser riesige Aufzug, ne? Normalerweise, der dich da hochfährt. Aufzüge, normalerweise, ja. Die brauchen wir nicht. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Aufzüge. Genau. Genau, normalerweise ist da oben ja auch der +10-Stein. Der ist +10 Somberstone bei dieser Statue da. Den holen wir uns aber nicht, weil +9 ist ausreichend mit dem Alexander-Talisman und dem Roger-Set. Das aber sind alles andere wäre Overkill. Hier. Ja, ne? Aber da ist auch so ein Kollege daneben, der ganz schön gefährlich ist. Ja, müsste nur noch mal 3 Sekunden. Genau, wir gehen nämlich einfach über den Berg hier hoch in seine Arena rein. Lul. Denn die Arena stretcht sich hier auch aus der Mauer noch raus und deswegen wird der Fight getriggert hier. Und dann gehen wir einmal hier hoch. Ja, jetzt ist er gerade aktiv, der Moog. Jumpen hier einmal, quit out. Und jetzt loggen wir uns auf dieser Stelle wieder ein, auf der Mauer oben. Und wenn man über die Mauer in die Arena geht, ist der Fight halt geglitscht. Und man kann ihn einfach so tot schießen. Wer wartet da jetzt? Sehr praktisch, weil ein nerviger Boss. Ja. Ja. Aber cool irgendwie. Hast du das Item benutzt, cool, um den festzuhalten? Nee, ich wusste nichts von den Items. Also ich habe gar keinen von den Boss-Items benutzt. Wenn zumindest ein bisschen fixieren, so 2 oder 3 Mal, würde ich jetzt sagen. Habe ich aber auch erst beim 3. Anlauf gemerkt. Meine Taktik ist dabei immer, zu früh weggeportet. Ganz viel sterben erstmal. Ja. Und dann irgendwann schaffen. Das ist meine Taktik. Zu perfektionieren. Außer bei Malekith, den hast du doch First Try, meinst du? Ja, den habe ich First Try. Ach nee, komischerweise. Ups. So, das ist jetzt +10. Wieder zur Academy. Mal nicht lange wir versuchen Zeit im Run auch, wo der Typ ist. Im Run. Wir versuchen im Run auch so wenig zu leveln wie möglich, also so selten wie möglich. Aber dann halt so effizient wie möglich auch gleichzeitig. Mhm. Deswegen, ich habe jetzt 400.000 Seelen, könnte natürlich einiges in Int packen. Aber das machen wir vor Radahn. Ja, in der Theorie, durch die Wrongwalks bist du ja eigentlich sowieso schon sehr oft bei den Graces. Mhm, stimmt. Genau, das ist das 3. Mal hier in der Academy, dass ich das Setup mache. Man merkt schon, man bewegt sich fast hauptsächlich mit dem Pegasus-Glitch und Wrong Warps. Und das alles geht übrigens auch in aktuellen Patches nicht mehr. Also Pegasus-Glitch geht nicht, Wrong Warps gehen, glaube ich, noch. Aber auch wesentlich schwerer, soweit ich das gehört habe. Ja, Pegasus-Glitch geht gar nicht mehr? Soweit ich weiß nicht, nee. Okay. Der soll rausgepatcht worden sein. Ich konnte ihn auf der PS5 auch nicht machen, aber es kann auch an Unvermögen liegen und nicht nur am Patch. Ich meine, warum denn? Warum sollte man das denn rausmachen? Ist doch wunderschön. Ja. Das habe ich mich ja wirklich gefragt, weil das ist ja etwas, was du nicht im PvP machen kannst. Weil ich glaube, man kann ja gar nicht mounten im PvP, oder? Ja, es kann sein. Weißt du, ja, das Ding ist halt, was anderes mit drin hängt. Man weiß ja nicht, ne? Ja. Außerdem sind die Macher des Spiels so stolz auf ihre Welt. Sie wollen nicht, dass du da einfach durchfliegst. Was aber nach 8 Millionen Souls-Spielen und 20 Milliarden Souls-Speedruns zu sagen, da muss er auch irgendwann sagen, ja komm, ist gut. Oh, hier auch etwas tricky Jump.
Da bleibt man auch ganz gerne mal in der Luft stecken. So, und ich habe jetzt den Stab und diesen Glintstone Arc Spell, den ich, das, was ich noch vom Anfang habe, equipped. Weil bei Renala muss man ja erstmal mal hier in Quitter, weil gegen den möchte ich auf gar keinen Fall fighten. Mhm. Bei Renala sind diese Frauen da am Anfang, die man dreimal treffen muss, die da auf dem Boden liegen. Mhm. Die sind manchmal ja weit weg von einem, deswegen bietet sich der Stab und der Spell da ganz gut für an. Also wir haben das Schwert, falls sie nah dran sind, und den Stab, falls sie weit weg sind. Mhm. Hier noch einmal ein Door-Quit-Out. Zeit ist ganz gut eigentlich. Also seit dem Riker-Tod habe ich eigentlich wenig falsch gemacht. Mhm. So, da haben wir sie. Uiuiui. Das ist super bad RNG. Ja, es ist manchmal nervig, wenn die sich hinter den Bücherregalen und so verstecken auch. Das ist auch ganz selten sogar, dass das überhaupt passiert. Mhm. Jetzt einmal Feuer. Ein paar Mal Schlitzen hier. Alright. Und das sollte, im besten Fall ist das hier auch ein One-Cycle. Wenn ich es richtig mache. Oh. Wichtig ist, dass man nach dem Laser sofort zusticht, wenn man an ihr dran ist. Weil sonst springt sie nicht weg, nachdem man sie gehauen hat. Genau, das ist optimal, der Fight so. Sehr gut. Und hier wird es erst nervig, wenn du dir zu lange Zeit lässt. Sie fängt nämlich an zu sammeln und so ein Shit. Ja. Ist es die gleiche Arena wie bei Bloodborne mit der Spinne? Oder sieht die nur so aus? Könnte sieht so aus, ja. Das könnte sein. Ähnlich. Rom, meinst du, ne? Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, ob dann auch der Mond so groß da hinten war, aber ich muss auch immer dran denken hier. Jetzt gehen wir auf 51 Int. Das ist auch alles an Int, was wir brauchen. Jetzt geht's zu, wie heißt er noch? Radahn. Fancy way. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. Ah, weil gestern in dem Run hatte ich letztens, dass ich da gestorben bin und nicht die Auswahl bekommen habe. Dann hat Avonis mir aber erzählt, ich soll, also der andere Runner, der Platz 2 im Moment, der hat mir erzählt, ich muss meinen Charakter so ein bisschen drehen beim Fallen. Krass, dass du so da reinkommst. Ja, normal, normal da gibt's aber auch ganz viele Stellen oben. Genau, das ganze Ritual braucht man am Anfang. Also ist eigentlich auch ganz cool in der Story, aber die haben nicht umsonst unten Barikas Fall nochmal hingemacht. Oh, der Radahn-Fight, den habe ich lang gebraucht, wirklich. Ja. Ich glaube, das war der Boss, für den ich auch am längsten gebraucht habe, weil ich wurde erst. Ich bin erst richtig warm geworden oder richtig gut geworden nach dem Fight, also richtig stark, meine ich. Davor war ich halt sehr schwach und der Kampf war die Hölle. Ja, ich war etwas zu früh hier. Ich habe den auch ein bisschen liegen lassen. Ich glaube auch, ja. Aber es war auch so einer von wegen 20 Mal verloren, für den Tag rausgemacht, am nächsten Tag First Try. Ja, ich wünschte, bei mir wäre es so. Ich habe das schon länger gebraucht. Ja, aber ich habe gehört, man Laser kann man ihn tuschotten. Ja, mal gucken. Sehr praktisch. Wie, das war's schon? Nicht mal die zweite Stufe? Was hier passiert? Keine zweite Phase? Oder war die das schon? Wir haben nicht aufgepasst. Die zweite Phase fängt bei ihm bei 50% an. Also, der Mose, man muss nicht den Balken töten. Okay. Ah. Das war's schon. Stimmt, wieso denke ich an zwei Balken, ey? Ja. Hey, was hat Andy denn getan? Jetzt schon, der Arme. Ja, es tut mir sehr leid. Ich brauchte ein Item, mein Freund. Das war auch wieder ein Goldsplit. Krass. Sehr gut. Jetzt der Gigant dran. Wo ist auch einfach nur ein Weg? Ja. Genau. Aber das ist wohl der Weg jetzt ist wohl der interessanteste im ganzen Run. Und auch der wahrscheinlich beängstigende, sagt man das so? Also für Leute, die das lernen wollen, weil sieht man gleich, da ist ein Baum, wo man hochspringen kann. Und um diesen Baum ist alles voll mit Killboxen. Also wenn man sich das mal anguckt mit so Cheat Engine oder so, da ist alles voll mit Killboxen. Mhm. Aber es gibt halt trotzdem einen bestimmten Weg, wie man da durchkommt. Und jetzt erstmal den Alexander-Talisman nicht vergessen. Der ist nämlich besser als dieser 5 Intelligence-Talisman. Später nach Morgoth können wir aber beide equippen.
So, wir haben jetzt einen Pegasus-Glitch und wollen den nächsten, also nicht diesen Baum hier hoch, sondern den nächsten. So. Hier oben gibt es einmal eine Killbox an dem Stein. Also wenn man zu hoch geht. Scheiße. Das war nicht so gut. Du bist von unten da hochgefallen dann. Oh nein. So, und um diesen Baum hier ist alles voll mit Killboxen. Da muss man super aufpassen. Wenn ich hier diesen kleinen Ast da hochgegangen wäre oder ein bisschen zu hoch, dann wäre ich tot gewesen sofort. Hm. Und hier muss ich gucken, dass mein Kopf, dass der Kopf von Pegasus, wollte ich gerade sagen, mit diesem Totem da aligned ist. Mhm. Zwei Schritte noch. Das sieht gut aus. Jetzt kann ich auf diese Stufe hier springen. Jetzt nochmal auf. Na, das war ein bisschen. Hier wünsche ich mir auch wieder so eine Gehen-Taste. So, und jetzt kann ich hier ganz hoch. Und jetzt muss ich hier also im Bogen laufen. Und hier hin. Weil ansonsten bin ich in der Deathcam, diese, die man auch aus Dark Souls kennt, die man dann so von oben. Die hat mich auch schon mal gekillt. Nice. Die kann sehr gefährlich werden. So. Das lief gut, das lief sehr gut. Weil normalerweise müsste man, wenn man das nicht machen würde, müsste man bestimmt 2 Minuten länger laufen. Oder eine Minute auf jeden Fall, eine Minute safe. Mhm. Vor allem so weit hoch. Fast beim Fire Giant. Mhm. Und da werde ich gleich auch einmal springen, weil man muss eigentlich hier einmal springen, damit man als Stable Ground zählt. Mhm. Damit ich das hier sozusagen als letzte Stable Ground Region registriere vom Spiel. Weil wenn man beim Fire Giant reingeht, dann crasht das Game auch ganz gerne mal. Und dann steht man wieder unten beim Baum. Deswegen muss ich hier einmal aufkommen, damit das Game mich nach dem Game Crash wieder an der Stelle einloggt. Okay. Ist mir leider auch schon passiert. Das Wir hatten heute aber halt nicht noch keinen Game Crash. Ja. So, und der Fight ist auch, oder sollte im besten Fall immer gescriptet sein. Man wartet hier, er charged. Ich mounte ab. Warte ein bisschen, buff mich. Und schieß gegen seinen Fuß. Und schieß nochmal gegen seinen Fuß. Ich brauch den nicht mehr. Dann gehe ich zu diesem Busch hier, buff mich. Und fange direkt wieder einen Laser an. Ja. Und noch einen. Ja, ja. Im besten Fall läuft es immer ganz genau so. Nice. Bei dem hatte ich wirklich ein bisschen Probleme. Ja? Ja. Ich fand, das ist ein sehr cooler Fight. Ist er auch, ja. Aber du hast eben diese riesigen Abstände einfach, ne? Also selbst mit dem Pferd und irgendwas drumherum. Mit dem Arm. Ja. Da das Feuer. Hier hatte ich den Quick-Kill gesehen, wo man den irgendwie lockt, dass er von dem Vorsprung runterspringt und dann beim Aufkommen komplette Energie weg. Aber das ist natürlich für den Run hier irrelevant. Und den kannst du auch zum Hopsen animieren. Ja, wenn man sich. Bisschen schlechtes Movement hier. Ich will immer ungern springen, weil wenn ich falsch springe, bleibe ich in der Luft stecken. Mhm. Das ist halt dieses mit dem Pegasus. Deswegen versucht man, Springen zu vermeiden eigentlich. Mhm. So, muss man nicht außen rumrennen. Sehr gut. Ja, das ist auch ein Punkt, wieso man den halt gerne first tryen will, mit dem Pegasus-Glitch noch aktiv. So, jetzt müsste bald der Baum brennen, ne? Jo, jetzt jeden Moment sogar. Ja, läuft gut bisher. Läuft echt gut. Alright. Weltrekord incoming! Mhm. Ah, da muss ich leider. mit dem Rykard-Tod am Anfang kann man den leider schon nicht mehr kriegen. Den schneiden wir raus. Leider. Ja. Den Easy. Ich kann es ja mal sagen, ich bin 2 Minuten 27 hinter meiner PB. Mhm. Ich habe im letzten Split, jetzt Fire Giant Split, 15 Sekunden verloren. Wahrscheinlich, weil ich da erstmal nicht sofort hochgekommen bin, gerade mit dem Pferd, und weil der Baum nicht ganz so schnell war. Da kann man schon schneller sein, aber ich wollte halt vorsichtig machen. Diese langsamen Bäume immer.
Ja, so, das Farum ist Azula jetzt wieder. Schon normalerweise die Final Area, fast. Passt, ja. Ja, kann man, glaube ich, so sagen, ja. Aber ich bin halt immer noch relativ underlevelt, was HP angeht. Deswegen passe ich hier auch wieder auf mit Quidouts. Du hast auch kaum genau deswegen. Wit geskillt, oder? Vitality? Ich glaube, 20 habe ich im Moment. Nicht sehr viel. Also was? 20 oder 19? 80. Combat. 20, ja, genau. Dann mache ich nochmal einen Quidout. Ja, hätte ich mir eigentlich sparen können, aber. Weil der safe halt wirklich nur eine Sekunde. Mhm. Das muss ich ja hier jetzt nicht unbedingt machen, eigentlich. Weil man diese Landeanimation immer saved. Ah, okay, okay. Der war jetzt ein bisschen Overkill. So, also Godskin Noble, Godskin Duo zählt nicht zu den Bossen. Mhm. Ja, kommt aber auch wesentlich später. Also wir gehen jetzt da ans Malik Grace bei dem. Kämpfe, ja. Wir gehen ans Grace bei. Beim Dragon Temple, also ans Dragon Temple Grace, was genau vor Godskin Duo ist. Und. Ich nehme einfach mal das Grace hier zur Sicherheit. Gut. Nicht, dass der Drache uns gleich tötet. Das ist ja auch leider random. Also diese präzise Abfolge, die du beim letzten Mal gezeigt hast, ne? Mit von wegen stehen bleiben und dann da weiter. Ah ja, genau. Wo meinst du jetzt nochmal? Also wo der Drache mit dem Blitzen geschmissen hat. Oder nee, ah, war ja. Das? Ja, ich glaube, das war's, ne? Also man kann es nicht ganz verhindern. Also wenn der Drache Bock hat, dich zu töten, dann macht er es auch. Es ist leider random, wo das Feuer auf dieser Plattform hingeht. Ist mir noch nie passiert in dieser Kategorie. Aber ich habe schon von Stories gehört, wie das einigen passiert ist. Weil selbst auch mit dieser HP und dieser Rüstung und so kann er immer noch one-shotten. Aber das wird schon nicht passieren. Natürlich nicht. Hm. Here we go. Oh Gott. Hey, alles super. Easy. Genau, und jetzt holen wir uns das Roger-Set aus dem Roundtable holt. Weil nachdem wir den Baum angefackelt haben, sterben ja hier einige Leute im Roundtable. Mhm. Wie das genau mit der Story zusammenhängt, weiß ich auch nicht genau, aber ich rede ihn jetzt einmal an und mache jetzt 3 Quidouts und dann liegen seine Items da. 3? Ja, ich muss 3-mal ein Quidout machen. Oh, was höre ich da? A new boss is approaching. Hi, hallo. Oh, hey. Hey, Simon, moin. Moin, Wolfgang. Moin, Simon. Ja, tut mir leid, ich hatte ein Meeting und das ist wie immer so noch länger gegangen. Aber ich habe die ganze Zeit an dich gedacht und mich gefragt, ob du es vielleicht schon durch hast. Wenn ich, ich sag dir, beim nächsten Meeting machen wir mal ein paar Quit-Outs. Es ging unter anderem auch um Speedrun-Dale-Festivals. Also es war ein wichtiges. Oh, ja. Dann, oh, gut, gut, gut. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Aber Mafte hat bis jetzt schon ordentlich was gemacht. Also wir haben zwar noch ein bisschen was vor uns, aber du wirst, glaube ich, hier noch einiges am Bossen sehen können. Okay, ja, immer gerne, immer her damit. Schon wieder eine Weile her, dass ich Elden Ring gesehen habe. Hm. Ich habe mir hier einmal einen Backup-Save-File gemacht, weil wenn man hier einen Game-Crash kriegt, dann ist man softlocked. Oh. Dann kann man nicht weiterspielen. Deswegen habe ich mir hier einmal ein Backup gemacht, falls das vorkommen sollte. Also gleich an der Stelle. Mhm. Das ist auch ein ganz verrückter Glitch, der gleich kommt, wirklich. Da kommst du genau richtig, ja? Anscheinend. Ja. Das ist vorhin auch so gesagt, also bei uns allen, wir haben natürlich jetzt nicht mehr so regelmäßig Elden Ring gespielt. Ich habe schon ein bisschen Nostalgie für das Spiel, merke ich gerade. Geht mir genauso. Ich wollte jetzt nicht so viel labern gleich, aber mir geht's genauso. So, ach guck, so, da war ich. Ja, wie war das denn da? Es kommt einem vor, als wäre es schon so lange her, also ein paar Wochen gerade mal. Ja. Und davor war es für Monate. Ja. So. Hast du denn. So, klappt mir. Also, das ist eine dumme Frage. Aber mach du erstmal. Entschuldigung, du willst ja gerade den Trick ziehen. Nee, alles gut. Kannst ruhig. Ich wollte fragen, ob du quasi nicht auch langsam genug hast von Elden Ring, jetzt wenn du es auch noch für Speedruns trainierst, oder hört das einfach nie auf? Gute Frage, tatsächlich. Er hat den Wettbewerb also so ein bisschen, noch nicht. Ja, also so 100% die Energie vom Anfang, die ist nicht mehr da, würde ich sagen. Aber so, doch immer noch 90%, so würde ich sagen. Ja, gut zu hören. Wenn du das sagst, ist das auf jeden Fall. Alter! So genauso gemacht, oder? Das ist doch voll, das Komische kommt gleich erst.
Ich sehe schon. Das Verrückte kommt gleich erst. Etablierter. Ja, aber ich finde es faszinierend. Diese Geschichten macht der Dude schon die ganze Zeit. Ja, irgendwann sagst du einfach, ist schon okay. Flieg durch die Gegend, lauf durch die Wand. Ja, okay. Akzeptier es einfach. Ja. You've seen some shit. Das ist natürlich das Los eines Streamers, ne? Wenn du dann auch mit einem gewissen Spiel dann, das dir Spaß macht, auch Erfolg hast und Leute da zuschauen wollen. Mhm. Und man soll dankbar dafür sein, dass man kein erfolgreicher Fortnite-Streamer ist. Das ist sonst wirklich in der Knochenmühle. Das ist so, natürlich mal, macht auch mehr Spaß mit aktiven Zuschauern, die gerne dabei sind. Ja, und so. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, es lenkt vielleicht ein klein bisschen ab vom ja, Fokus, das aber, schon, ich mach's viel lieber so als komplett alleine so. Richtig. So, hier, das ist nämlich dieser Glitch. Wenn man runterfällt mit dem Pferd und die ganze Zeit weiterschlägt, dann stirbt man nicht. Normalerweise fällt man ja und stirbt irgendwann. Ja, aber wenn man nicht. Die ganze Zeit weiterhält, die ganze Zeit weiter haut, meine ich. Das ist wie beim Kojoten. Du darfst nicht runtergucken. Ich muss nicht runtergucken, genau. Alter, da glitscht du da einmal. Ey, den, musst, jetzt unten? Den musst du Wile E. Coyote Glitch nennen. Ja, unten landest du in Demon's Souls, landest du unten jetzt. Ja, aber ist es, auf jeden Fall, ist es so, fällst du jetzt quasi runter in irgendeine Höhle? Oder was passiert? Ich fall hier einfach nur in den Tod sozusagen, aber ich sterbe nicht. Und das Spiel, das lädt gleich irgendwann, so also wahrscheinlich in 30 Sekunden, lädt das die Map oben neu. Also du musst nur tief genug runterfallen, um wieder rauszukommen. Und das Ding ist, alle Mobs oder Bosse, die in dieser Arena sind, die fallen dann auch mit mir. Aber die sind halt nicht die ganze Zeit am Angreifen, deswegen sterben die, ich aber nicht. Verstehe, sehr geschickt. Diese Trottel. So, wenn ich gleich Seelen kriege, dann brauche ich einmal kurz Ruhe, eine Sekunde. Weil ansonsten kann ich mich da jetzt... Eins, zwei. So, das war's. Jetzt ist Morgoth tot. Wie What? Man eindrucksvoll gesehen hat. Hast du das jetzt nach Gehör gemacht, ne? Irgendwie am Ende. Also ich habe nur auf das Killgeräusch gehört. Ach so, und man das war da, Morgoth, man hat da schon einiges an Zeit, aber... Okay. Ja, den Fire Giant haben wir schon, ne? Das heißt jetzt Morgoth noch weggehauen, das heißt wir können durch den Baum durch. Hm. Aber sollten wir doch nicht, wir haben ja noch ein paar Gegner. So wie es aussieht, kann er durch alles durch. Also auch durch den Baum, kein Problem. Also hier ist ganz praktisch, während man da in diese Umarmung geht, kann man schön das Roger-Set equippen, was wir uns gerade geholt haben. Mhm. Die Seele noch equippen. Also man hat hier echt eine Menge, was man währenddessen machen kann, so, weil die Animation so schön lang ist. Jetzt kommt der Drache, oder? Ja. Ich würde sagen, jetzt ist auch mal gut hier mithalten. Ja, und aus dieser Umarmung rauszukommen, würde bestimmt 10 bis 15 Sekunden dauern, deswegen natürlich auch wieder ein Cooldown. Natürlich. Keiner Zeit jetzt dafür. Jetzt reden wir noch einmal mit ihr. Simon, die Kategorie hier, All Remembrances, sind nicht alle Bosse, weil es gibt 8 Millionen, aber es sind die wichtigen Bosse sozusagen, die dir dann auch die großen Seelen geben würden, also 15 waren es, ne? Ja. Schon eine gute Anzahl. Effektiv das richtige Spiel, also ohne die Kleinigkeiten. Ja. Na, ich denke auch, ich habe auf mehr als 15, aber das ist schon eine Menge eigentlich. Ja. Das ist schon viele von denen, die du eigentlich gar nicht machen musst, mit noch dabei. Ja, ja. Also die bei dem Boss gibt es eine Stelle, wo wir uns hinstellen, wo wir ihn one-shotten können. Der packt aber random Blitze in die Arena. Das kann sein, dass er genau auf diesen Spot einen Blitz packt. Das wäre sehr unlucky. Mal gucken, das ist nämlich da vor mir in diesem Busch. Genau da, wo er gerade was hingepackt hat. Aber dann müssen wir es mit 2 Lasern regeln, glaube ich. Oh, oh. Was auch okay ist. Zu viel Schaden. Dann machen wir hier wieder ein Quit-Out. Weil wir uns dann nach dem Quit... Normalerweise könnten wir uns jetzt nicht porten, aber weil wegen dem Quit-Out können wir es. Auch noch was, Simon? Ein schönes Gefühl, wenn man sieht, wie schnell so eine Bossleiste runtergeht. Ja, das wirkt comical. Kann man eine App davon machen, wo einfach solche Bossleisten so schnell runtergehen? Dopamin-App oder so. Ja, aber dann will ich auch kurz noch den Finisher von dem Boss sehen und sehen, wie der irgendwie noch so die Seele... Der Soundeffekt. Das will ich da einfach nur immer dieses Erlebnis haben. Du musst nur einmal drücken. Wie so ein Klicker, ne? Das ist eine Cookie-Klicker-App, aber dann machst du Boss ständig fertig und kriegst immer dann die Seelen. Ey... Oh, Dark Souls als Idle-Game. Ja. Das wäre auf jeden Fall natürlich. Das ist eine Marktlücke. Ganz geil. Aber erhöhter Schwierigkeitsgrad, wenn du das Timing nicht richtig machst, wird dein Handy gelöscht. Das finde ich auch. Das finde ich nur fair. Entschuldigung, wir wollten dich hier nicht ablenken. Ach, alles okay. Super. Hier ist ja eh gerade nur gelaufen. Ja, mal hoch.
Ja, wir haben heute wenig Donations, die wir vorlesen, deshalb füllen wir mit Spekulationen und anderen Infos. Also ein bisschen gelaufen, wir hatten es jetzt in der Stunde vorher schon gesehen, natürlich wirst du viel Weg haben zwischendurch drin, aber es passiert natürlich mehr als im Any% 25 Minuten. Ja. Lang. Ich hätte auch mal zählen sollen, wie oft man dann wirklich den Pegasus-Glitch hier macht und wie viele Quitouts das vielleicht sogar sind. Weil Quitouts kommt bestimmt wirklich, also jetzt wirklich schon an die 100 ran, würde ich sagen. Zu jedem Pegasus-Glitch gehören ja auch nochmal 2 Quitouts, oder? Genau. Es ist aber auch anstrengend gewesen, sich diese ganzen Stellen für die Pegasus-Glitches, weil das sind halt ganz spezielle Ecken und Kanten, wo man hier immer runtergeht, die Abgründe. Weil wenn du es machst, ein bisschen weiter links und es klappt nicht. Das sieht vielleicht einfach aus so, aber Gott, am Anfang bin ich so oft an diesen Setups gestorben. Weil dann halt ich runterfalle, wenn ich mich wieder einlogge und das fährt nicht. Oder gar keiner fällt runter und ich muss nochmal neu machen. Hat lange gedauert, bis ich das alles drin hatte. Na, auch fast dran gestorben, aber es waren die Sit-Ups. Dafür ist Zeit, was willst du? Ja, ich meine, jetzt stimmt schon. Jetzt ist deine Chance. Ja. Hast du mich für so ein Stand-Up vorbereitet, was du in solchen Momenten erfährst? Ja, ich habe ein Kino gebucht. Ja. 30 Minuten vom Film. Klassischer Anfängerfehler. Ja, will ich dich damit unterhalten. Schön, dass ihr seid. Aber du wolltest gerade irgendwas sagen. Wo sind wir denn hier? Die Location hier, aber es könnte auch eine richtige Location sein, statt unter dem Boden. So sieht die auch fast aus. Würde mich auch nicht wundern. Wo genau wir jetzt sind, weiß ich nicht. Aber was ich weiß ist, wir gehen hier jetzt einmal an diesen Berg. Und dann erscheint rechts so ein kleines Stück der Map. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir in Lake of Rot sind hier. Das steht hier ja immer so schön. Lake of Rot. Und deswegen können wir hier jetzt den Wrongbot machen. Alright. Und sind bei Astell. So einfach geht es. Natürlich. Natürlich, genau. Kennst du denn überhaupt noch die normalen Wege oder kennst du nur noch die Shortcut-Wege? Nein. Ich habe absolut gar keine Ahnung, wie man hier normalerweise hinkommt. Also wirklich nicht. Ich habe überhaupt null Ahnung. Deswegen weiß ich auch, wenn ich Glitchless spielen würde, müsste ich das komplett von neu aufnehmen. Ja. Das ist super. Aber man spielt nochmal nicht. Ja, ist doch eigentlich. Ja. Der geht. Warte. Ah, ja. Der kann auch sehr, sehr RNG-heavy sein. Also sehr viel glücksabhängig. Auch ein cooler Boss. Ja. Sein Klon hat mir mehr Schwierigkeiten gemacht in der Eiswelt. Ja. Und den habe ich hier schneller hingekriegt tatsächlich. So, er portet sich ab 60% oder so immer weg und macht die Meteore. Da brauche ich ein bisschen Glück beim Dodgen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas mit Skill zu tun hatte. Da braucht man wirklich nur Glück. Mash-Step-Button. Und dann der Kill. Oh. Nice. Da ist die Waffe natürlich auch perfekt. Die ist sehr geil, ja. Leider jetzt das nicht mehr so stark guter, wie damals, aber immer noch gut. Genau, ist ein bisschen älterer Patch wieder. Also Moment jetzt, das ist jetzt nicht die neueste Version. Genau, das ist nicht der neueste Patch. Okay. Ja. Uns würden die Wrong Warps auch nicht so geil gehen und das Pferd fliegen. Ist das, fühlt sich für dich das so ein bisschen an, als würdest du also nicht mehr Schicken? Also wenn ein Patch rauskommt, ne, der diese geilen Sachen, die du gelernt hast, der die zunichte macht. Wie fühlst du dich dann? Nimmt das dir was? Also ich spiele die neuen Patches ja sowieso nicht. Ja, aber ist deswegen das nicht komisch? Nicht wirklich. Also ja, es gibt manchmal Leute, die in den Stream kommen und fragen, wieso ich denn cheate. Also straight up sagen die halt cheaten. Und das ist dann ein bisschen komisch. Und oder wieso ich nicht auf dem aktuellen Patch spiele, wieso glitschig. Das denke ich nämlich häufig. Das fühlt sich an, als wäre es was Verbotenes. Oder? Ja. Du spielst die verbotene Version von Elden Ring. Die ist gar nicht offiziell. Der Kanon ist längst weiter. Also ich glaube ja, dass das jetzt die gepatchte Version der Speedrun deutlich langatmiger ist. Und du hast halt viel mehr Laufwege und einfach viel längere Bossfights, weil du weniger Schaden machst als vorher und so. Und ich glaube, das macht schon Sinn, dass gerade für Zuschauer
Das ist auch viel, viel interessanter, als wenn man dann den die alte Version sieht, ja. Wo halt die ganzen Tricks auch noch gehen. Es ist ja super interessant, nur ich denke immer, man wird so disqualifiziert von den Entwicklern. Wenn eine Sache, die man benutzt, plötzlich ist die nicht mehr da und dann denkt man sich, ja, was ist dann mein Können noch wert? Könnte ich mir vorstellen, dass einen das so ein bisschen ärgert. Ja. Aber dafür gibt es ja auch die unterschiedlichen Kategorien. Es gibt bestimmt auch Leute, die das im normalen Patch jetzt, im Current Patch spielen. Oh Gott, was hasse ich diesen Baum, Alter. Jedes Mal, wenn ich den sehe, kriege ich so PTSD. Alter. Ja, aber jetzt weißt du ja, wo es hingeht, hä? Ja. Ja gut, der Anfang ist gut, danach wird es spaßiger, finde ich, aber schwieriger. Es hat mir Spaß gemacht, aber ich bin einfach nie durchgekommen. Da ist so viel, gerade hier am Anfang, diese Ameisen und noch die Schneemänner. Und du willst natürlich irgendwann die nicht mehr alle killen. Irgendwann ich laufe dran vorbei. Ja, und es geht nicht. Naja, bei Simon, mach doch einfach einen Quit-Out. Ja. Ja, okay, schon direkt. Ja, warum nicht? Aber ja, das checkt man manchmal echt nicht in Quit-Out. Ja. Selbst ich, wenn ich öfter mal Dark Souls Randomizer spiele, dann denke ich einfach nicht dran. Ich renne durch Massengegner vorbei und denke nicht dran, einfach mal zu Quit-Outen. So. Mhm. Das habe ich mir aber jetzt mittlerweile ein bisschen angewöhnt. So, das geht jetzt mittlerweile. Ja, ich mache es im Normalen meistens so gut wie gar nicht, muss ich sagen. Also wenn, nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe aber auch lange Zeit auf PS4 gespielt und da dauert so ein Quit-Out wahrscheinlich eine Minute, bis du wieder zurück bist. Das lohnt sich nicht. Ich habe es im normalen Spiel auch gar nicht gemacht. Ja. Aber wenn man es irgendwann mal weiß, wo es am meisten Sinn macht, dann macht man es irgendwann automatisch. Nur um einfach Und jetzt kommt hier die Stelle mit dem schwersten Trick im ganzen Run, würde ich schon fast sagen. Okay. Weil der Mob so random ist. Ich hoffe, ich krieg's First Try hin. Mal sehen. Wir wollen nämlich, dass der hier jetzt diesen Jump-Roll-Angriff macht. Genau den, sehr, sehr gut. Weil jetzt hat er da so ein bisschen Cooldown drauf. Warte. Ich hoffe, er gibt mir jetzt einen guten Angriff. Perfekt. Ah. Ja. Ach, du wolltest das. Durch den Parry kriegt man ihr kennt das ja bestimmt, im Parry ist man unverwundbar. Das ist ja krass. Und dadurch kriegt man halt auch keinen Fallschaden dann. Nice, warte, nice. Ich sollte auf jeden Fall den Fahrstuhl nehmen, warte. Das ist cool aus. Falls ich bei Loretta sterbe. Das ist aber ein toller Trick. Wollte ich mir eigentlich angewöhnen. Das war echt ein cooler Trick, ja. Ich finde den auch schön, weil der irgendwie zeigt, wie Speedrun funktioniert, weil man irgendwie voll versteht, dass man das mal ausprobieren kann. Man braucht 100 Versuche und dann merkst du, es geht. Und ab da ist es einfach deine Abkürzung. Da sind im echten, also wenn du online spielst, sind da auch überall Nachrichten. Da steht dann irgendwie Try Parry, Therefore Shortcut oder irgendwie sowas. Okay. Das sind aber meistens nur Lügen. Ja, das ist nur mit Try Jump. Try Jumping. Ja. Beste Hints. Oh, sieht mir sogar den besten Opener. Ey, der hält nur so viel aus, weil er relativ viel Magieresistenz hat. Ach, deswegen hatte ich mit dem so meine Probleme. Ja, siehst du? Hier fangen die schon an, sich ein bisschen zu wiederholen, die Gegner, sobald man hier angekommen ist. Weil den hat man ja auch in Lucaria da nochmal oder so ähnlich. Aber ich finde, sie sind doch jedes Mal wieder aufs Neue irgendwie auch spannend und ja, meistens ein Ding, ein Twist, der es nochmal ein bisschen anders macht. Dafür hast du halt die ganze Zeit irgendwas. Das finde ich, das Gefühl möchte ich nicht missen in Elden Ring. Ja. Aber du läufst von einem weg und rennst in den nächsten rein manchmal. Also du merkst, dass es hier wirklich so eine Endgame-Area ist, ne? Da wird auch nochmal inflationär mit sowas umgegangen. Ja, hau nochmal Streu drüber. Also ich hätte auch vielleicht mal mit 3 Räumen weniger. Ja, natürlich. Vor allem, das hier ist alles auch optional, oder? Ja, das ist alles optional. Ja, das ist. Jetzt kommt sogar als nächstes Melania. Hab ich ein bisschen Angst vor, weil, wie vorhin schon einmal gesagt, dieser Opener. Ja. Die mache ich einmal einen Quit-Out, weil der mir sonst nicht verfolgt. Ohne Blutschwert schämst du dich nicht. Ja. Bei Melania ist dieser Opener super, super schwer. Das Timing ist echt einfach super schwer zu kriegen. Ich guck mal. Ihr kennt doch sicher auch diesen Let Me Solo Her. Ja, der Topfmann hier. Ja, der Topfmann. Der hat ja jetzt so, glaube ich, 1000 Mal oder so hat er gegen sie gespielt. Ja. Das ist einfach so eine geile, absurde Summe. Ich liebe es. Jo, richtig cool. Also im Grunde gibst du das zurück, was dir diese Bosse geben, also so an Gemeinheit, ne? Dieses endlose Gegen-Anrennen, das macht er jetzt.
What? Hier gibt's nämlich einen Trick. Man geht geduckt runter und wenn man einfach geradeaus runter geht, geduckt, dann fällt man genau auf, dann fällt die Leiche von dir halt auf diese Druckplatte vom Fahrstuhl. Ja. Und ach, jetzt, wenn man jetzt die Platte hat, oben, kann runterfahren. Oben. Genau, da ist hier oben. Krass. Genau. Jetzt verstehe ich. Nice. Das ist ein geiler Trick auch wieder. Das ist nicht mal ein Glitch. Ne? Genau, so irgendwie einfach nicht, nur geschickt. Eigentlich so, genau. Deine leblose Leiche macht aktiviert eben dann. Das ist doch nicht logisch. Physics. Das müsste eigentlich aus Versehen, wahrscheinlich ist das häufiger passiert, dass Leute da runterfallen und dann dadurch was auslösen. Ja, normalerweise solltest du solche langen Schächte nur von unten dann bereisen können. Mhm. Ne? So, normalerweise nehme ich das Grace hier auch gar nicht und ich level auch nicht, aber ich werde jetzt alles in AP hauen. Let's go. Um sicher zu gehen. Also das würde ich sowieso machen, alles in AP, aber nicht an dieser Stelle hier. Jetzt kommt Melania. Wir glauben an dich. Bist du da auch häufiger nochmal am Verkacken bei ihr? Oder ist das hier, ja. Oh, ja, Muscle ja. Memory? Ja? Okay. Sieht gut aus. Das ist halt dieser Opener. Da kommt es wirklich auf Millisekunden an. Nice. Ah, wie schön, sie so gedemütigt zu sehen. Ach ja, genau. Ah, die Anime-Attacke. Die hat nur Anime-Attacke. Yeah. Jetzt muss ich kurz warten, was sie macht. Sie macht nichts, das ist gut. Jawohl. Ein Stück weg. Lass sie brennen. Sie macht wieder nichts, sehr, sehr gut. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich Phase 2 sofort schaffe. Oh mein Gott. Oh, wow. Ist cool aus, oder? Ist ja. Perfekt. Vorsicht. Jo, das war ein perfekter Kill. Jo! So einfach kann's sein, ne? Was habt ihr eigentlich alle für ein Problem mit ihr? Echt, Mann. Schmamenia, Maschmenia, ey. Schmamenia. Schmamenia. Krass. WrestleMania. Hast du immer. Ach, das Speedrun hat alle gesehen, King First Try, was willst du denn? Easy. Ja, ist doch easy. So, jetzt holen wir uns hier das Schwert von Melania. Den so zu sehen. Keine Sorge, deine Leistung ist auf jeden Fall geschmälert. Ja, so oder so. Deswegen gehe ich in diese Sendung. Und jetzt kommt wieder ein Glitch, der auch super interessant ist. Und ich hoffe auch wieder, dass ich es First Try hinkriege. Boah, der Melania Kill, wieso kann ich den nicht immer im Run haben? Ey, fuck. Weil du den hier natürlich performen musstest. Ist doch klar. Das ist ein Speedrun-Dale Exclusive. Richtig. Der Speedrun-Dale Buff. Das muss es sein, ja. Das kann sich mal durchsetzen als Begriff. Ja. Hol ihn die. Ja, beim allerersten Laser. Ja. Bei Melania. Manchmal die. Wenn man beim allerersten Laser ein Stück zu nah dran ist, dann kippt sie zur Seite um. Oh. Wenn man ein Stück zu weit weg ist, kippt sie nach hinten um, glaube ich. Und der Laser trifft halt nicht sofort. Und wenn der komplette Laser nicht trifft, kannst du die zwei Follow-up-Lasers nicht machen. Das muss schon der allererste Laser, darauf kommt's an. Und es kommt nicht nur darauf an, ob du weit genug oder nah genug dran stehst, sondern auch, wann du es machst. Wenn du es zu spät machst, fängt sie eine Attacke an. Also das ist ganz verrückt da. Da habe ich viel Zeit reingesteckt. So, mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege, den Glitch hier. Fuck. Ich hab's gleich. Ist nicht ganz einfach. Was musst du denn da genau machen? Erklärst du gleich. Ja. Yo! Ah! Wegen dem Schwert, ne? Die Animation hatte ich also den richtigen Weg. Weil man das Pferd ja hier nicht sammeln kann. Die Anime-Animation. Das ist irgendwie mit den zwei, man mixt diese zwei Angriffe zusammen. Das ist ja dieses Zepter, was wir vorhin von Bernal geholt haben. Und das hat irgendwas mit diesem Weapon-Swap. Das ist dieser Weapon-Swap-Glitch. Okay. Wenn man das schnell genug macht, während man, also ich schlag halt mit dem Sword of Night and Flame zu
Und dann buffer ich diese Stance hier. Ich zeig's einfach mal, diese. Also ich schlage und drücke L2 während der Animation. Dann wechsle ich die Waffe. Und ja, dann passieren irgendwie diese beiden, also der Melania-Skill und dieser Skill von dem Banal-Zepter gleichzeitig. Okay. Oder in Reihenfolge und dann countet man darüber. Interessant. Ja. Ja, es ist verrückt. So, hier muss ich dran denken, dass ich jetzt auch mal Mana trinke. Weil das vergisst man ganz gerne mal. Und das Medaillon hier ausziehe, den Talisman, weil beim nächsten Boss will man nicht zu viel Int haben. Hm. Weil man sonst, man will ihn nicht, also man macht 3 Laser am Anfang und er darf nicht unter 50% fallen. Weil er sich sonst wegportet. Man muss ihn so ziemlich an 50, 45, irgendwo so in dem Dreh muss man ihn kriegen. So dass er dann noch eine Attacke anfängt und man ihn dann danach stunnen kann. Man muss aber auch ein bisschen Glück haben, was er dann für eine Attacke macht, weil wenn er die falsche macht, dann springt er weg und es kostet super, super viel Zeit dann. Mal gucken. Ist auch ein bisschen tricky, das Timing von dem Dodgen der Blitze. Prinz Ghidorah. Oh, zu schnell. Ja, er gibt mir das bestes RNG. Er ist gestunt. Und jetzt noch 2-mal Laser und er ist tot. Ja, bestes RNG, wirklich. Sehr gut. Das läuft schon fast zu gut, wirklich. Ja, die Bosse wissen, dass sie bei Speedrandale gerade auftreten. Ja, ich glaube auch. Ich glaub benehmen auch. Sie sich. Speedrandale Buff. It's real. It's real. Ja, nice. Das läuft echt sehr, sehr gut. Ja, und die letzten, also Malekith ist so jetzt so ein Push-Over-Boss. Ja, der wenn ist er auf mich zurennt, dann ist er wirklich gemobbt. Tot. Ja, wirklich. Und dann sind wir schon bei den letzten 3 oder so? 2? Jetzt kommen noch 3. Ja, ja. Jetzt kommen Malekith, Horaloo und Radagon. Alright. Horaloo haben wir ja ausgelassen das letzte Mal, weil ich schon auf die Powerbombs gefreut. Mhm. Ich frage mich halt, der wird diesmal aber nicht ausgelassen, oder? Nee, ich glaube, der zählt ja. Der gibt mir auch eine Remembrance. Die brauchen wir. Oh, der rollt. Jump zur Seite. Oh, jetzt ist es nicht so geil, aber. Sollte noch alles gut sein. Oh Gott. Pushover, sagte ich. Das war jetzt aber auch knapp. Ja, ein bisschen. Alles Dumme ist, wenn er einen trifft, aber wenn man ihn da in Phase 2 bringt, dann geht dieser Knockback mit in diese Phase über. Also man kriegt den Knockback dann in dieser Phase ab und kann nicht so schnell die Waffe wechseln. Hm. Aber man kriegt es noch hin, wenn man schnell genug ist. Das ist tatsächlich gar nicht so eine schlechte Zeit. Ich bin gerade bei 1:15:47 in Gamezeit. 1:35 also, Realtime. Vielleicht schaffe ich unter 1:20, aber ich glaube, das wird sehr, sehr knapp. Aber mal sehen. Hier ist das, was ich angesprochen habe vorhin. Ich hätte da gerade in den Abgrund springen können. Dann wäre ich jetzt hier an dieser Stelle mit voll Life und voll Mana. Aber ich habe eh vor, noch einmal zu leveln, einfach safety-mäßig. Deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Aber ja. In einem richtigen Run hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Na gut, wie viel hast du? 525.000? Ja. Experience ungefähr, ne? Da kommt also noch ein bisschen was bei rum, ja. Ist ein halber Level. Passt schon. So, hier wieder Maus und Tastatur. Letztes Mal auch. Aber wir haben hier diese Sense oder was auch immer das ist. Warglaive. Wie auch immer man das nennt, diese Art von Waffe, von Loretta. Die hat einen Skill, der da oben diesen Glitch leichter macht. Glitch ist es ja nicht mal, es ist ja einfach nur so ein Jump. Mhm. Genau, so. Schön.
Die ist schon praktisch an der Stelle. Ja. Ist der gleiche Move wie bei der Winged Scythe, oder? Falls dir was sagst. Weiß ich nicht. Ist eine Waffe, nee, die es relativ früh im Süden gibt. Und hat auch so einen Move. Das kann sein, ja. Ja, unter 1,20 wird es nicht mehr. Aber wenn ich alles richtig mache, jetzt dann unter 1,21. Das ist schon verdammt gut. Bin ich mehr als zufrieden mit dann. Hätte ruhig so, ein bisschen länger gehen können. Ja. Hab mir eine Pizza gemacht, hab mich hingesetzt. Das Speedrunner-Folge ist schon längst vorbei. Das waren doch eben noch drei Bosse, ne? Ja. Was ist das? Moment, ich bin noch mal kurz draußen. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie du den hier machst, weil den haben wir, wie gesagt, beim letzten Mal nicht gesehen. Ja. Hier gibt's nämlich auch wieder einen Trick. Wir gehen rein, triggern den Fight, gehen einmal raus, weil der Opener ist nicht so geil, wenn er da so offen steht. Deswegen geht man lieber noch mal einmal rein, weil da kann man so ein bisschen so einen Cycle garantieren. Das ist auch interessant. Weil er ist jetzt da ganz hinten. Ich laufe einmal bis zu dieser Kachel da, waff mich einmal und gehe in dieser Stance bis hier circa. Und dann wirft er seine Axt immer. Und hoffentlich macht er jetzt den Tritt auf den Boden. Perfekt. Jetzt warte ich ab, bis er das stampft hier. Buff mich und laser ihn in Phase 2. Schön durchchoreografiert. Wenn man früh genug lasert, dann hebt er immer als zweites sein Bein hier. Und das garantiert dann auch den Kill. Wow, das war echt schön erklärt auch. Ja. Das hat er auch verdient, dass er so verzögert die Attacken ja macht. Nervtyp. So, Final Boss. Ich überleg gerade, ob ich den Glitch hier auch probieren soll beim ersten. Ich mach's einfach mal. Die Zeit ist gut. Do it. Einfach mal gucken. Wenn man es richtig macht, macht Redagon gar nichts. Aber ich bin da nicht so gut drin. Mal gucken. Ah, nee, ich hab's nicht geschafft. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht. Okay, ich glaube, ich kann den Laser schießen. Ja. Jetzt sollte er seinen Sprung machen. Genau. Auch nicht. Na da. Also, da macht er immer nach dem Stampfen dann. Ja, normalerweise geht das viel, viel schneller. Aber ich habe jetzt halt versucht, diesen Glitch am Anfang zu machen. War schon okay. Ja, okay, ne? Bisschen cringe, aber war 4 von 10. Ja, bisschen cringe. Geil. So, und hier ist dieser AI-Glitch garantiert sogar. Nur ablenken wieder, ne? Ja. Warum? Die Wölfe sind wieder zum AI-Glitchen. Nice. Diesmal hat es auch geklappt, weil das warum klappt nicht immer in dieser Kategorie irgendwie. Elden Beast, Schmelden Beast. So, vielleicht sagen, ab wann Time ist, ne? Ja. Boah, ich bin extrem zufrieden mit dem Run. Es hätte viel, das viel schlimmer sein können. Empfehle uns weiter. Time wäre jetzt. Ja. Yes. Zack. Ja, geil. 1,40,53. Nice. Geiler Run. Ich bin wirklich nur bei Rykard gestorben eigentlich. Ja, nur bei Rykard. Ja. Wie viel Ingame, aber sehen wir ja gleich, ne? Wie viel Ingame gleich das ist. Achso, kann ich ja nochmal zeigen, stimmt. Diesmal brauche ich ja noch nicht Alter 4 machen. Ja. Also, Begin achso, Journey 2. Ja. Okay. Und mal schon nochmal. Weißt du, schön war nochmal. Ja. 1,20,34. Ja. Wow. Das ist unter 1, guck mal kurz nach, wo das wäre, auf welchem Platz. Das wäre auf. One second. Das wäre Platz 6. Platz 6 wäre ich damit. Platz 6. Nice. Fast Top 5, also das ist schon wirklich beeindruckend. Müssen wir die Länder einmal durchgehen, wo das Weltrekord wäre, dann schreibe ich, was weiß ich, Panama-Rekord oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr geil und sehr unterhaltsam. Ja. Simon, du musst dir noch die erste Stunde noch mal reinziehen. Ja, Bock bekommen habe ich auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall, da wird sehr viel erklärt. Kombinier das mal mit was Praktischem, mach ein React dazu.
Soll ich das machen, ne? Ja, ey, da hast du Content Idee. Und da guckst du auch, was gut ist. Ein guter Punkt, ne? Ja. Schön meinen Link verteilen danach. Ja, aber ja, natürlich, klar. Super, also dass so fix sozusagen nach dem letzten Run dann geklappt hat, hatten wir ja eingangs schon erwähnt, ja. Dass du uns den hier zeigen konntest. Du hast auch erwähnt, du machst ja regelmäßig dann die Streams bei dir. Können wir gerne auch gleich nochmal einblenden, wo man dich finden kann. Nämlich twitch.tv/Mafday. Und du hattest auch gesagt, beim letzten Mal sind schon einige dazugekommen. Wer noch nicht bei Mafday da war, vorbeischauen, mindestens einen Follow hinterlassen. Und, und anfeuern beim Weltrekord-Grind. Exakt, ja. Genau. Und wenn genug Leute vorbeischauen, dann zeigst du uns einen 100% Breath of the Wild Run. Ne? Inklusive aller Kurok-Seeds. Das ist doch dein Traum. Sag nein, lass dich da nicht reinziehen. Ich glaube, die gehen 19 Stunden oder 60 Stunden. Irgendwas ist der Weltrekord. 30 irgendwas war es. Das letzte Mal. Ach so, okay. Wir müssen doch dann auch zu gucken. Das kannst du uns nicht antun. Ja, gib mir noch ein paar Wochen Zeit. Jahre. Und dann trainiere ich das ein bisschen. Nein, das passt schon. Aber ey, mach ruhig weiter damit. Na? Auf jeden Fall. Wenn du unter einer halben Stunde bist, dann reden wir doch mal. Aber du bist natürlich eingeladen, wenn du mal andere Kategorien hast oder andere Spiele dann runs und was zeigen möchtest. Na? Gerne, ja. Gib gerne Bescheid und dann schauen wir dann mal. Ja, also ich habe auf jeden Fall richtig Bock so am Speedrun bekommen. Und wie vorhin schon gesagt, im Stream sind da jetzt halt einige Leute dabei, die immer wieder reingekommen sind und die bringen da halt so eine Stimmung rein. Denn ich habe immer so am Anfang war ich so ein bisschen schüchtern, was das Ganze angeht. Ich wusste nicht mal, ob es überhaupt was Richtiges ist für mich, so das Stream. Aber wenn die richtigen Leute im Chat sind, dann kommst du wirklich von ganz alleine, wirklich. So ist es, sehr richtig. Macht mir wirklich mega Bock. Das schöne Streamerlebnis. Schön. Wenn ihr dabei sein wollt, ne, wisst ihr Bescheid, könnt ihr gerne flupp euch gerne hier direkt bewerben, speedrandale@rocketbeans.tv. Oder ihr könnt euch direkt bei Sia, das funktioniert natürlich auch, @simiclove bei Twitter. Oder twitch.tv/simiclove101. Und wir machen hoffentlich dann schön weiter. Du erzählst mal gleich, was für ein Meeting da war, ne? Vorwegen. Ja, wir müssen einfach mal, wir müssen noch mal, Birbel machen. Ja. Weil wir wollen ja das Festival irgendwann auch mal starten. Exakt, wenn es was Spruchreiches gibt. Wenn ihr ein guter Sponsor seid, der Bock hat, ein internationales Speedrun-Dale-Festival zu finanzieren vor allen Dingen. Ja. Ihr dürft auch vorbeikommen. Ironie des Schicksals, das Einzige, was man hier machen kann, ist schnell Geld verdienen. Ihr könnt es schnell ausgeben. Wir können Speedrun machen, wie schnell wir eure Kasse leer kriegen. Exakt. Kommt vorbei. Genau, Mafday, wir sagen dir dann nochmal danke. Wie gesagt, hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Bei ihm da vorbei und wir sehen euch da draußen dann spätestens nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Bye, bye. Jo, tschüss, Leute.